Fortnite gibt's halt gar nicht, Leute. Willkommen zu GTA 5 Hunger Games. Leute, seid ihr ready oder seid ihr ready für den heutigen Stream? Wie in alten Zeiten, Leute, wie in Oldschool-Zeiten. 18 Uhr geht's los, Leute. Ich weiß noch gar nicht, um wie viel Geld wir heute überhaupt Hunger Games spielen. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es geht um ein bisschen Geld. Also ich hoffe es zumindest. Ansonsten würde sich das Ganze ja gar nicht lohnen, Leute. Ich bin gehypt, seid ihr auch gehypt. Ey, ich hatte mal wieder Bock drauf, die Jungs ein bisschen abzuziehen und die mal zu zeigen, wer hier mit einem Sieger-Livestream am Start ist, Leute. Was soll das denn? Hab kein Geld. Ja, Weißstudio, du weißt ganz genau. Da musst du zusehen, Weißstudio, wo du das Geld auftreibst. Das, hab kein Geld, sagt er. Ich glaube, ich spinne, Alter. Ich glaube, ich dreh durch. Das interessiert mich nicht. Da musst du arbeiten gehen. Ja, letzten Sonntag wollten wir Hunger Games machen. Aber ich hatte letzten Sonntag irgendwie keinen Bock gehabt. Ich war auch nicht so fit gewesen, war müde, dies, das, Leute. Da habe ich gedacht, nee, Hunger Games, ey, nee, diese Woche. Und wie gesagt, letzte Woche war einfach alles zu chaotisch gewesen. Und diese Woche ist aber alles in Oldschool-Manier durchgeplant, Leute. Ihr wisst, der Planer war hier wieder am Start. Danke für die ganz neuen Subs, die hier reinkommen, Leute. Wir müssen das Ganze heute als Community gewinnen, Leute. Soll ich euch kurz mal sagen, wer mit dabei ist? Mit dabei ist, Leute, ist der gute alte Skuros oder auch genannt B-O-T-T-I. Botti, checkt ihr das? Der freche Amir ist mit dabei. Der, SU ist mit dabei. Wer war noch dabei? Standard Skill. Weißstudio, SU. Amir, Skuros, Standard Skill. Zu 5. Max war natürlich wieder zu abgehoben, Leute. Hat natürlich keine Zeit, keine Ahnung. Der ist ja nicht mehr so viel am Stream. So, Leute, vor dem Dings erstmal Magnesium. Erstmal eine Magnesium, Leute. Weil ich hatte vorhin Krämpfe gehabt. Ich hatte Krämpfe, weil vom Sport. Brock ist leider. Wir hätten Brock fragen sollen, ja? Stimmt. Nächste Woche, Leute. Heute ist erstmal warm werden. Ich muss die, guck mal, Jungs, wisst ihr, warum auch nicht so viele dabei sind? Also eigentlich sind ja viele dabei. Aber, ich muss die erstmal abziehen, Leute. Und dann geht's richtig ab. Brocks, Lofty ist leider nicht dabei, Leute, weil Lofty ist unterwegs. Der ist aber auch, denke ich mal, nächste Woche safe mit dabei. Also das, ja, ich hab auch, Leute, ich hab auch eine Änderung. Ich hab eine Änderung. Clownfisch, danke für die Mitgliedschaft. Nitro Gamer, danke für die Mitgliedschaft. Und zwar, Leute, ich werde, glaube ich, sonntags vormittags nicht mehr streamen. Ich weiß auch nicht. Nee. Hunger Games Teams wird es auch geben, Leute. Das wird aber eine Special Episode. So, aber eine Runde zum Warmwerden werden wir jetzt erstmal, Leute. Wie in alten. Hä? Warte, was ist das? Wartet, wir werden kurz eine Runde spielen, Leute. Hä? Ich dreh gleich durch, Digga. Was ist das hier? Ah. Da ist es, Leute. Kurz Run Round, Leute. Mach das weg hier. Mach dich... Ey! So, Leute. Kurz eine Runde zum Warmwerden. Ja, also ich werde, denke ich mal, ab nächste Woche, Leute, werden wir Abendstreams machen. Ich weiß nicht, vormittags, das ist halt, Fortnite ist halt... Ey! Bro, ich bin so schlecht, Bro. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Oh, das ist doch schon wieder scheiße, Leute. Das ist schon wieder scheiße hier, was ich mache. Ey! Ja, mach weiter!
War das schlecht, Bro. Wir müssen schneller sein. Erstmal hier kurz die ganzen Wikinger aufessen. Boom, boom. Oh, ich bin Erster. Rein. Oh, wichtig, Leute, wichtig. Wichtig, wir sind Erster. Noch wichtiger. Ja, weil ich will auch in Zukunft, Leute, sonntags einfach auch ein paar andere Games streamen. Fortnite ist ja schön und gut, aber oh, ich sag euch ehrlich, Leute, ich habe auch mal Bock, ein paar andere Sachen zu zocken. Und deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich die Sonntags-Frühstreams auf Sonntagabend-Streams verschieben. SU fand die Idee jetzt auch nicht so schlecht. Und ich fand die Idee eigentlich auch ganz gut. Oh, wir sind Erster, direkt Erster, Leute. Auf locker hier. Guckt euch das an. Guck mal hier, guck mal hier. Guck mal, wie sie abhauen. Komm mal her. Komm mal her. Er verarscht mich. Komm mal her hier. Komm mal her. Guck mal, wie sie Angst haben. Guck dir das an, wie die Angst haben. Gibt's doch gar nicht. So ne Schisser. Komm mal her hier. Komm mal her. Komm her. Komm her. Bro, du kannst nicht abhauen. Er checkt's halt nicht. Er denkt ja, der kann abhauen. Ey, schul ihn mir. Pass auf. Ah, komm. Oh. Oh. Dreier. Let's go. Ein, zwei, Double Kill. Und den holen wir uns auch noch, Leute. Komm, den werde ich hier schön abfangen. Hunger Games um 18 Uhr starten wir, Jinking. Wir werden euch auch mal reingehen, uns kurz vorbereiten, dies, das, Ananas. Weil ich glaube, ich muss noch das ganze Geld ausgeben. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich auf Konto habe. Boom, Triple Kill, easy peasy, Leute. Oha, wir sind Dritter gerade mal. Tschüss, wer hat mich denn da eingeholt? Dritter nur noch, Zweiter, okay. Ja, Erster wieder. Kurz mal geklärt die Situation. Was geht, Jurex? Ja, heute hier live beim Sieger-Livestream mit dabei, Leute. Ich sag mal auch ganz ehrlich, Leute, die anderen sind ja auch gar keine Gegner, ne? Also ich würde die anderen jetzt nicht als Gegner bezeichnen. Es sind halt einfach Leute, die dabei sind. Sagt mir bitte einen, Leute, der überhaupt ansatzweise eine Chance gegen mich hätte. Richtig. Es gibt niemanden. Oh, 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 oh. Komm, komm, komm. Gib ihn. Oh, oh, stark. Alter, so viele Kills hatte ich, glaube ich, noch nie die Runde gehabt, oder? 4 Kills hier direkt, Leute. Das ist so ein Zeichen. Das ist, der Brox ist ja nicht mit dabei, Leute. Ja, Brox ist leider heute nicht mit dabei. Der musste aussortiert werden, Kapi. Doreen, ich hab dich geaddet. Also, sorry, Doreen. Also, wenn ihr nicht annimmt, die Freundesanfrage, dann kann ich leider dafür auch nichts. Aber ihr wurdet geaddet. Ich habe euch geaddet nach dem Stream, so wie ich es gesagt habe. Ja, aber ich werde mal Brox nächste Woche, Leute. Wir werden mal nächste Woche eine Extrem-Folge machen. Hunger Games Extrem. Mit irgendwie 10 Leuten oder so. Das wäre auch wild. Boah, das wäre aber... Da sind ja schon die ersten Leute nach ein paar Minuten raus. Schade. Bro, Screws ist kein Gegner für mich. Was laberst du, Tiroler? Schade. Schade, schade, schade. Ja, Bunker-Battles ist halt immer sehr schwierig zu machen, ne? Oha, ich bin Erster. Naja, nee, scheiße, aber ich bleib hier hinten bei diesem einen Dorf hier, Leute. Ich glaube, das bringt mehr. Weil ich bin hier alleine, die anderen teilen sich das da zu dritt oder so. Ja, die anderen spielen halt auch mit Lenkrad. Jurix, du sagst das. Die anderen spielen einfach mit, keine Ahnung, ja, mit Lenkrad, ja, stimmt. Ey, der klaut mir jetzt nicht das Dorf, oder? Sieh zu, dass du Land gewinnst, Alter. Du Eule. Bro, was wollen die hier von mir? Lass mein Dorf in Ruhe. Ey! Ich glaube, ich spinne hier. Ey, jetzt reicht's. Jetzt hole ich mir den hier in der Ecke, Leute. Den hole ich mir jetzt. Komm. 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 Oh, oh, yes. Oh, 5er Killstreak, Leute. Was geht hier ab, bitte? Eine 5er Killstreak. Jetzt holen wir uns den da hinten in der Ecke. Komm. Da, das ist der nächste hier. Das Mäuschen ist
Oh, ja. Nein. Nee. Nee, nee, nee. Der. Oh, oh, ich brauche das Dorf. Nein. Er dürfte nicht das Dorf nehmen. Er nimmt das Dorf. Oh, was ein. Er nimmt's nicht. Ist er dumm? Okay, er ist maximal lost, der Typ. Aber gut, vielleicht hätte ich ihn auch gefangen dann. Oh mein Gott. Guck mal die Punkte jetzt an, Leute. So, 32, 33. Nehmen wir noch das Dorf hier mit. Kommt eigentlich nochmal Pummelparty? Oh, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Pummelparty. Ja, Pummelparty ist halt auch ein bisschen dead, so ich weiß nicht, keine Ahnung. Das Ding ist halt immer, ich habe ja Lust auf Pummelparty, aber die anderen haben halt auch immer nicht so viel Bock drauf, weißt du? Oh, 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 wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Das war's, das war's, das war's. Oh my goodness. Boah, 6 Kills die Round, Leute. Ey, ich hol mir die letzten beiden auch noch, ich sag euch ehrlich. Ich hol mir die letzten beiden auch noch. Safe. Doreen, hast du mittlerweile gesehen, dass ich dir die Freundesanfrage gesendet habe bei Fortnite? Ich hoffe. Ich hoffe. Ah, wir haben gewonnen, Leute. New Skin unlocked. Oha, welchen Skin haben wir denn bekommen? Skins. Den hatten wir schon. Oha. Einfach das Wildschwein. Doreen ist gebannt. Oha, wieso das? War das so ein Gespamme? Ja, ich entbanne mal nochmal auf Ehre hier einmal. Wann addest du uns? Ja, ich hab euch gerne. Ach so, ist kurz getimeoutet. Ah, okay. Ja, ich hab sie eh geaddet, von daher alles gut. Also Timeout, ja, ich sehe schon. Ja, okay. Schade. Aber ja, wenn man es 30.000 Mal reinspammt, ist halt nervig. Natürlich. Jin King, war das Video, wo du Theo als Girl boah, ich weiß gar nicht mehr, Jin King. Ich weiß das gar nicht mehr. Das war halt einfach so ein Troll-Video, also keine Ahnung, es war halt einfach echt maximal getrollt, Bro. Auch die, also die Pranks damals, die wir gemacht haben mit Theo, die waren halt real alle, ne? Weil er komplett lost in GTA war. Er hat halt damals gar keinen Plan von GTA gehabt, online gehabt. Das war zu lustig. Das war wirklich Kino. GTA-RP in Zukunft. Ja, ich sag euch ehrlich, so auf lustige GTA-RP-Videos, Leute, habe ich Bock. Aber ja, ich weiß nicht, so richtig GTA-RP, Leute. So auf dem Server wieder zocken und so auf... Viele fragen ja immer, ey, was ist mit Family Life und so? Lass mal wieder Family Life GTA-RP zocken. Ey, Leute, das Ding ist einfach auch, GTA-RP, das bringt nichts, wenn ich ein-, zweimal die Woche GTA-RP streame, Leute. GTA-RP musst du jeden Tag ballern. 5, 6, 7, 8 Stunden. Das ist, so viel Zeit habe ich einfach nicht. Real Talk, Leute. Also ich habe einfach keine Zeit, jeden Tag 6, 7 Stunden GTA-RP zu spielen. Dann würden einfach keine Videos mehr kommen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich will ja auch Videos bringen. Ich bin ja kein Streamer oder so, ich bin ja YouTuber. Ich bin YouTuber, der ab und zu mal Bock hat zu streamen. Und so habe ich ja... ja, Doreen, keine Ahnung, da habt ihr mir einen falschen Namen gegeben, aber ich habe euch safe geaddet, zu 100%. Und die gingen auch alle durch, da habt ihr mir einen falschen Epic Games Namen gegeben, aber meins ging durch. Gönn dir noch einen Döner, hat der Döner, der Knacks OG. Kuss geht raus für die 11 Euro, aber alle Stream-Donations werden an wohltätige Zwecke weitergespendet. Aber ich werde mir trotzdem Döner holen davon. Ja, Kerem, ich sag dir auch, ich fand die Story auch geil, aber du brauchst einfach GTA-RP nicht 2 Tage in der Woche streamen, das bringt nichts, Leute. Also wir können gerne mal... Wenn ihr sagt, ey, ihr habt unbedingt Bock auf GTA-RP, wir können gerne mal eine Runde oder wir können einfach mal auf den Server gehen, ein bisschen Scheiße bauen und dann wieder offline gehen. Aber so ein feste Crew oder so aufbauen werde ich nicht mehr, ne. Ja, wenn ihr wollt, Leute, wir machen das. Wenn ihr Bock habt, dann streamen wir jetzt öfters mal GTA-RP.
Können wir machen. Aber dann halt nicht jeden Tag. Hast du Bock auf GTA-Simulator? Spiele ich jeden Tag. Ja, dann machen wir das. Ja, mit Testo wieder scheiße geworden. Das wäre ich auch dafür. Nessie41, glaube ich, war das gewesen oder so. Weiß ich jetzt auch nicht. Muss ich mal gucken. Habe ich mir aufgeschrieben. Nessie1941 war das, ja. Den habe ich geedit. Kommt nochmal Bigfoot? Nee. Bro, Bigfoot haben wir durchgespielt. Tatjana, Kurs für die Mitgliedschaft. Forza Horizon 5 habe ich doch schon überlegt, ja. Habe ich schon überlegt. Nee, Jinking, wir haben keinen Streit. Ich und DMG haben keinen Streit, aber guck mal, wir sind ja auch älter geworden. DMG ist älter geworden. Ich bin älter geworden. Wir machen ja viel unterschiedliche Sachen. Weißt du, was ich meine? Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, es ist einfach immer zu krass mit meinem... Leute, das ist einfach mein GTA-OG-Charakter. Den habe ich mir damals auf der PlayStation 3 erstellt. Ey, das ist zu geil. Ich sag euch ehrlich, Alter. Ey, es ist immer so ein geiles Feeling, wieder in GTA reinzugehen. Oh, was geht denn hier schon wieder ab? Was macht der denn da? Kurz mal den ersten hier weg, Leute. Wir müssen mal kurz ein paar Leute hier hochnehmen. Kurz mal ein bisschen Aim-Training machen. Guck mal, da vorne ist auch noch einer. Warte mal, da vorne. Hier schön mit dem Z-Type, Leute. Boah, auf das Auto habe ich damals so geschwitzt, ne? Boah. So, wir müssen gleich noch... Ist der gerade eingeschieden? Boom, der nächste weg, Leute. Die ganze Lobby wird mich gleich jagen. Aus dem Weg. Standard-Skill trollt wieder die Leute in GTA, Leute. So geht's hier ab. So, wir müssen auf jeden Fall noch zum Waffenladenstell einmal fahren. Bro, ich kill den noch einmal, Leute. Wir killen den noch einmal. Komm, wir killen den noch einmal. Boah, ist ungewohnt, wieder Maustastatur zu spielen, Leute. Ich habe so viel jetzt Controller gespielt gehabt. Oh, ist ungewohnt. Obwohl, die Woche haben wir eigentlich gar nicht so viel Controller gespielt, aber ich wechsle auch manchmal am PC. Obwohl ich meist, ja. Aber so geht ja online wieder, das habe ich ja damals auch nur mit Controller gespielt. Bro, weg mit dem hier. Boom, weg mit dem Schmutz, Bro. Weg, weg, weg hier. Komm, weg. Ja, sehe AFK. Ja, den anderen Namen habe ich auch geedit. Den anderen Namen habe ich auch geedit, Doreen. Ich habe alle Namen geedit. Alle. Wo ist der? Da ist der. Boom, weg mit dir. Ruhe im Karton. Der Typ hat schon wieder gar keinen Bock. Der lockt sich gerade aus, Leute. Ey, Hunger Games wird geil, Leute. Woo! Oh, oh. Boah, Baba-mäßig. Warum ist der Typ AFK? Was will der denn hier? Weg hier. Kurz mal aus dem Weg. Ey, wir müssen mal echt ein bisschen Aim-Training noch machen. Boah, ich muss noch mal in die Garage. Komm, wir fahren gleich noch mal in die Garage rein, Leute, und gucken, was wir für ein Autos haben. Oh, da kommt einer. Vor uns. Vor uns. Komm mal her hier. Komm mal her. Hä? Komm mal her. Boom! Niemand nimmt mich hier hoch. Ich werde gleich beleidigt. 5 Euro, Leute. Ich werde gleich beleidigt in der Lobby. 5 Euro, ich wette. Wer nimmt die Wetten noch entgegen, Leute? Die Beleidigungen werden gleich starten. Passt mal auf. Wo ist der Typ? Oh, der ist in der Mitte gespawnt. Okay, ich werde den jetzt so fertig machen, den einen Typen, der da in der Mitte war. Pass mal auf, die flamen mich gleich. Safe flamen die mich. Wo ist denn der? Der ist hier in der Mitte. Ja, der will mich abfangen, der 31er. Wartet kurz. Ich muss aufpassen, dass er mir keinen Headshot drückt, weil im Auto Headshot geben ist relativ easy. Aber ich glaube, er hat Probleme mit den Cops. Was er von mir will! Dieser Kasper-Kopf. Wo ist der nächste hier? Er ist der nächste. Boom, weg mit dir. So, der ist wieder nach vorne gespawnt, Leute. Warte, ich brauche schon Schutzwesten dabei. Ich muss gleich Schutzwesten noch kaufen.
Oh, ich habe keine Panzerung mehr dabei. Oha, okay. Wir haben ein bisschen wenig Leben. Könnte sein, dass er uns jetzt holt, aber ich hoffe nicht. Wo ist er, da ist er. Nein! Ich wusste es! Schlecht von mir geaimt, Digga. Ich hole ihn aber direkt. Digga, klaut er jetzt mein Auto oder was? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ja, easy, weg ist er, Leute. Guck mal, da vorne ist er wieder. Ey! Jetzt reicht's, jetzt ist Krieg, Bro, jetzt ist Krieg. Jetzt ist Krieg. Er sprengt mein Auto, das ist das. Also, das geht zu weit, sag ich dir ehrlich, das ist zu weit. Das ist too much, Bro. Was geht ab? Nein, 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 er hat mich... Seid ihr schon... Oh! Was geht, was geht, was geht, was geht? Oh mein Gott, habe ich ihn gerade auseinandergenommen, Leute. Was geht, Digga? Standi, falls du mit mir redest, du bist gemütet, ne? Ja, okay. Ah ja, stimmt. Das ah, ich bin gemütet, Leute. Das ist hier aber gerade ein persönliches Duell, was wir hier haben. Wo ist der Idiot? Oh mein Gott, der andere kommt, der andere kommt. Was wir hier haben. Oh! Der hat ja mich hochgejagt. Leute, ich brauche Munition, Alter. Hä? Ich habe gar keine Munition mehr. Was ist das für eine Scheiße? Wo ist der? Boah, jetzt sind halt zwei Leute gegen mich, ne? Irgendwo ist da ein Typ, der... Der eine ist hier. Oh mein Gott, er schießt mit... Oh, was ist das? Was ist er denn für ein 31er? Er spielt mit der Explosniper. Oh mein Gott, ist das ein Huhn, Digga. Wo ist der? Wo ist der Hund? Wer ist er denn jetzt hier? Wo ist der Hund? Der soll mal kommen hier. Der ist weg. Boom. Ja, der campt da hinten irgendwo. Ist das ein ekliger. Devil macht ernst. Ja, aber er ist auch nur am Schimmeln, ne? Guck mal, die Cops holen ihn. Ich hol ihn jetzt, Leute. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich hol ihn jetzt. Ist der oben oder was? Lol, der ist gestorben. Ja, ich muss mal gleich Schutzwesten noch eh holen. Kurz mal hier wieder, 18 Uhr beginnt Hunger Games, Leute, also nur eine halbe Stunde, aber gut. Kurz mal hier wieder Krieg ausgebrochen. Easy. Komm. Komm. Ich treff nicht. Bro, er ist so one, der Typ. Er ist so one, der Typ. Er ist wieder gestorben. Was ein Bot, Digga. Das ist der andere. Zu one, Digga. Ich hol ihn. Komm, er ist one! Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Er ist wieder gestorben. Bro, was will er denn hier? Was will er denn hier? Wer ist er denn? Oh, jetzt kommt ja auch noch ein Jetpilot. Ich glaube, ich gehe durch. Also, hier ist schon wieder komplette Katastrophe, Leute. Warte mal, den einen Typen holen wir uns jetzt noch schnell. Und dann gehen wir private Lobby schnell. Ja, okay, er übertreibt, Bro. Ey, die schwere Sniper, Leute. Oh,
Er ist so one wieder. Er ist so one und weiß es einfach. Bro! Okay. Okay. Warum höre ich doppelt bei Theo? Er holt Panzer. Okay. Was ein Otto, Digga. Also. Nee, also da muss ich ja, da muss ich ja los. Sorry, mein Fehler. Ich höre dich übrigens auch nur im Stream, weil du bist ja immer noch gemutet. Ja! Ja. Er holt Panzer, Leute. Also das ist ja Otto-mäßig. Ja. So. Ja, du bist ein richtiger Held. Ja, war ich auch. Ich hab den gerade hochgenommen da. Nee, ich meine, ich bin gemutet, du sagst, okay, obwohl du gemutet bist. Ja, ich wusste ja, dass du Stream guckst. Nee, hab ich eigentlich nicht gehabt zuerst. Doch, hast du. War Zufall. Ja, was geht? Machst du dich bereit zum Abziehen? Ich mach mich jetzt bereit, damit du kassierst. Ja. Und wie viel Einsatz machen wir eigentlich? 200 Euro oder was? Was für 200? 200 Euro. Ey Leute, ich muss das Geld noch ausgeben, ne? Das musst du auch noch machen. Geld ausgeben. Ja, ich berechne jetzt einfach runter, dann, dass man 0 hat. Verstehst du? Ja, besser wäre aber, wenn du es ausgibst. Okay, wie mache ich das? Ja, ausgeben einfach. Sachen kaufen. Egal was. Ich habe zwei Waffen, die ich nicht wegwerfen kann. Warum? Ja, ist aber egal. Ja, wir müssen die schon. Wie viel Geld habe ich denn, Leute? Warum habe ich denn so viel Geld hier drauf? Wo sieht man sein Geld? Ja, rechts oben. Friends, guck mal, er schreibt Friends, no, der eine. das geht ja online, Alter, ich sag euch ehrlich, Leute, das geht ja online. Mir steht das nicht oben rechts. Das ist geht ja online. Friends, Fragezeichen, no. Warum siehst du dein Geld, aber ich nicht? Kannst du nicht ausdenken, Digga. Hey, Digga, wie toll sind denn hier die Autos geworden, Leute? Alter, das ist doch der Schrottstore hier. Check ich ja auch nicht. Ah, jetzt nicht das Geld. Ist das obere. Ist das. Obere Bargeld? Ja, ne? Ja. Aber am besten alles ausgeben. Ja, wie nimmt man den Scheiß? Mach das irgendwie auf die Bank. Hier nur 1,2 habe ich noch, Leute. Ja, eine schreibt Stani. Was geht, Digga? Moin. Was geht ab? Weißstudio. Oha, Weißstudio mit dabei. Aber gut, du bist ja halt kein Gegner, ne? Achso. Was groß? Ja. Hast du zwei Charakter in GTA? Das habe ich irgendwann mal gemacht, aber ich habe eben schon immer so gespielt mit diesem einfach. Okay. Ja, scheiße eigentlich. Weil ich mach's immer mit zwei Charakteren, weißt du? Ich guck mal schnell, wie das nochmal ging mit dem zweiten Charakter. Wie wechsle ich den Char nochmal? Also, du nimmst das ganze Geld mit dem Spieler, wo du spielen willst, auf die Bank. Dann wechselst du zu dem anderen Charakter, nimmst das ganze Geld auf die Hand und dann kannst du wieder auf deinen alten Charakter. Okay, warte mal. Muss mal kurz gucken, wo ist die Bank? Fliegerbank ganz normal oder wo? Handy am besten. Mit Handy geht es? Mhm. Da kann man sein Bargeld mit einzahlen? Mhm, genau. Bei Finanzen. Okay. Und dann kannst du auch alles. Ich stream dir das mal schnell, dann kannst du mir mal schnell sagen, wo ich das machen soll. Jo. So. Wohin? Ey, Bro, was ein Noob, Digga. Komm, wir gehen so lange kurz raus, warte mal. Ich bin AFK und der killt mich, Digga. Was ein Otto, Digga. Komm mal her hier. Was macht ihr gerade, Jungs? Oder Stani? Das ist sogar Dings auf meiner F-Liste oder nicht? In meiner Crew ist der doch. Ich ärgere hier gerade Leute. So, 6.000 Dollar haben wir noch, Leute. Für 6.000 Dollar kaufen wir uns jetzt noch Schutzwesten. Die dürfen wir vorher schon kaufen. Ja, die muss ich auch noch kaufen. Schutzwesten und Snacks. Bro, beruhig dich doch mal hier.
Ja, ist doch gut. Okay. Okay, die drehen direkt wieder durch, Leute. Ja, ich kümmere mich vielleicht danach nochmal drum. Aber ich habe sie eigentlich geaddet, da haben sie mir einfach den falschen Namen gegeben. Das ist halt ein bisschen doof, ne? Wir müssen dann den Namen einfach mal in Discord reinschreiben, Sophie. Wir müssen sich Discord downloaden. Bro, die beleidigen sich schon wieder hier als H-Söhne im Chat, Alter. Das ist echt, GTA Online ist einfach so eine eigene Community. Ich glaube, die toxischste Community hat wirklich GTA Online. Also, du musst überlegen, es gibt Leute, die gehen extra nur online, um andere Leute in der Online-Lobby zu töten, ja, die ganze Zeit und abzufucken, bis sie die gemacht. Lobby wieder verlassen. Ja, logisch. Das ist geil. Hast du das früher auch gemacht? Weiß ich immer noch. Bro, dafür müsst ihr erstmal ein bisschen Aim haben, also ist ein bisschen gut. Bro, bitte sappel nicht, Bro. Ich werde dir so einen Headshot drücken. Davon wirst du noch so lustig, Digga. Heute deiner Oma erzählen. Bitte, die Leute, die hier standen hier sind, bitte klippt das, wenn ich in Tötung einmal ausrasten ist, ja? Und wieder austreten hat, dass ich Glück hätte oder sonstiges. Bitte. Oh, SU ist auch schon online, Leute. Ja, okay, das brauchen wir eigentlich nicht, Leute. Was ist los? Schon irgendeine Scheiße da gekauft. So, Leute. Was ein Typ, Junge. Bro, was ist denn für Noob? LOL! Bro! Ach du Scheiße! Bro, ich schäme mich für den Typen gerade, was er gemacht hat. Digga, was war denn das gerade? Digga, ja, jetzt hat er mich geholt, weil ich halt kein Leben mehr hatte. Aber das war ja mal erstellend vor mir, Leute. Ich habe nichts gemacht. Wo ist er? Ist er doch. Runter hier. So, ich habe jetzt keine Zeit, die Leute. Ich muss zum Laden. Ach, Kinders, ey, das ist doch schön. Einfach wieder GTA online. Hat sich einfach über die Jahre nichts geändert, ne? Es ist alles gleich geworden. Alles gleich geblieben. Guck mal, hier ist einer. Der hat gar nichts mit der Geschichte zu tun, aber wird direkt abgeknallt. Schade. Alter, du bist. Ey, das kannst du auch keiner erzählen, ne? Ah, das Mark ist das. Ist das hier Dings der Mark oder was ist unser Mark? Mhm. Mr. Mark. Stani, sag doch, ich bin besser. Bro. Ich hab dich gerade hier rasiert, paar Mal. Hä? Der checkt ja gar nichts, der Typ. Hier. Guck mal hier. Guck mal, er denkt, er kann mich hochjagen. Komm, komm, komm. Bro, der ist so low life. Und ich hole ihn gleich. Bist du so. Welche Waffen spielst du am liebsten, Stani? Der ist so wanted, Leute. Schade. Mein Motorrad einfach zu lange. Langsam. Komm, wer nicht antwortet, abgehoben. Ja, Bro, ich spiele alle Waffen gerne. Oha, er übertreibt wieder. Also, ich sag euch ehrlich, Leute, es gibt nichts Schlimmeres als die Leute, die Jet fliegen. Das sind wirklich. Also, das ist wirklich traurig. Digga, der eine schreibt da rein. Ein Panzer, der eine schreibt da rein, Fortnite-Kiddy. Bro, also. Das sind wirklich so Leute, die noch hängen geblieben sind, weißt du, die seit 7 Jahren GTA spielen und irgendwie hat irgendwas geschafft. Ey, Bro, die Leute hier sind echt broke, Alter. Oh, rein hier.
Fortnite-Kit. Achso, ich wollte ja die Dings kaufen. Oh, kein Geld mehr, Leute. Oha, ist schon ready. Hey! Zieh dir mal was an! Oha, hä? Hä? Bro, Army, du bist da mit Waffe reingerannt, du Idiot! Bist du da mit Stern reingerannt? Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich echt nicht. Ja. Mark mal Lobby auf schon mal. Guck mal, da kommt wieder der eine Typ, Leute, der abgehauen ist. Boah, das lädt bei mir wieder 5 Jahre, bis ich drin bin. Guck mal, was der macht, Digga! Bro, der Typ sagt Real Talk, er ist besser wie ich. Checkt ihr, was ich meine? Der Typ hat gerade geschrieben, ich soll sagen, dass er besser ist als ich. Oh mein Gott, Digga. So, hau rein, Amir. Nein, weil ich mit der Polizei dann geschossen. Ah, Bro, du wirst von mir auseinandergenommen. Ach, Digga. Alles klar, Digga, jetzt gibt's Krieg. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Ja, ich bin halt One, Digga. Ich bin halt One, aber... Oh mein Gott! Oh, ich hab ihn trotzdem geholt! Checkt ihr, was ich meine? Oh, ich hab ihn trotzdem geholt, Leute. Ich war One gewesen. Ich will jetzt meine Dings nicht usen, Leute. Meine Panzerung nicht. Schießt der auf mich oder schießt der nicht ja, auf mich? Ja, der eine schießt da. Der eine denkt, der wäre krass. Der hat 31er Aktion, hat mich gekillt, Alter, schon ein paar Mal. Oder wollte mich killen. Er hat's probiert. Oh, niemals mit meiner Legen ist da nie. Ich hab die wieder weggenommen. Okay. Mark hat eingeladen, nice. Na, warte. Machst du da Frühcamp, bevor du kommst? Komm mal, Amir. Reden wir nicht weg jetzt. Komm mal, Amir. Ich komm jetzt. Ja, wo bist du? Ich bin hier. Ja, guck mal, er hat Lobby verlassen. Er ist gestorben schon wieder. Nein, hey, Bro, ich bin auch gerade Mark hinterher, join. Mhm. So, Mark, ja, komm mal, Digga, wir sind alleine auf Liste. Aber ich hab Armin, dich hab ich meine Liste, ne? Boah, weiß ich gar nicht. Bro, haben wir uns geedet auf? Oh! Schau mal nach. Nice Headshot, Bro. Ja, ich join einfach Philipp nach. Ist er auch schon drin? Nee, ne? Auch weg, bumm, der nächste. Hier ist der Typ wieder, Leute, mit dem Motorrad. Wir müssen noch unbedingt Dings einkaufen, ne? Schutzwesten muss man noch einkaufen und genau, das hast du schon vorher gemacht. Schutzwesten kann man schon vorher kaufen. Oh, ich hab ihn wieder! Oh nein, wir brauchen Geld für die Schutzwesten. Ja, was willst du machen? Perfekt. Das ist nicht unser Problem, Botti, ne? Digga, weil ich das ganze Geld jetzt da auf die Bank getan habe. Aber hast du nicht noch welche? Weiß ich nicht. Das gibt's da nicht. Ah, ich bin One, Leute. Wo kann ich das sehen? Ob die Jungs ready sind. Jungs ready oder was? Mann, nein, ich war so laut, Leute. Ich war so laut, Digga. Ja, der hat schon Raum aufgemacht. Ja, warte, ich bin in die Lobby rein, Leute. Bei mir lädt wieder. Ich wollte jetzt keine Snacks oder so verbraten, Leute, wisst ihr? Das ist normal. Das ist normal. Ich wollte jetzt keine Snacks raushauen, das wäre halt Quatsch gewesen. Also, wir gehen bei Mark jetzt rein in die Lobby, Leute, und dann geht's gleich los. Gleich geht's los. Ich hätte noch den Timer. Ach so, Leute, den Timer! Den hab ich gar nicht eingestellt. Ja, ich hätte einen, also du musst eigentlich nur in OBS einfügen. Das ist nice, Digga, ja. Ja, genau. Und nur Maße Link, ne? 1920 machen. Ja, warte, mach ich. Boah, es dauert übelst lange zu connecten. Hast du euch auch lange gedauert? Ein bisschen lang ging's bei mir. Bei Browser, ne? Ja genau. Dann 1920 als Master einstellen, sonst hast du so schwarze Ränder. 1080? Ne, wie viel hab ich da? 1080? Ich komm durch in die Sitzung nicht rein. Ja, 1080. Ja, okay. Warte mal. Kann mich noch mal einer einladen von euch? Army, vielleicht du? Muss ich dafür jetzt Blackscreen machen, um bei euch reinzukommen? Nee, ne? Nee, man kann eh nur joinen. Ja. Warte, ich lade dich ein, Bro. Mach's einfach kurz. Ich mach ganz kurz Fullcam. Ich mach mal Fullcam. Alles helle, Leute. Plex. Ich hab's eingeladen, Bro. Hast du eine Ahnung bekommen? So. Ist das Geld auf meiner Bank? Oh, ich hab falsche Kamera an. Ist das Geld auf meiner Doch, Bank? Doch, bin gewesen? Ich jetzt drinne? Nee. Ja, da muss ich das auch nochmal anziehen. Snacks holen. Oh, ich hab Snacks.
Ich habe Lester angerufen, wieso haben die mich denn trotzdem... Das war ein Spieler, ey. Oh. Bro, warum komme ich in eure Sitzung rein? Das ist ja voll rack. Doch, bei mir geht's, Digga, ich bin drin. Aber ging's bei dir schnell? Warte mal, ich geh mal hier kurz. Übelst schnell, so. Ja. Plex, kannst du mich zu dir teleportieren? Jetzt bin ich auch bei Plex. Let's go! Max kommt nicht, oder was habe ich gehört? Stimmt das? Nee, Max kommt heute nicht. Ja, Max und Rosak sind, also Rosak hat Familienbesuch, Max ist auch irgendwas am Machen. Kannst du mir nochmal Dings senden? Weißt du dir den Code? Im Chat drin ist, ja? YouTube-Chat. Da ist der Link. Ah, Digga, ich kann mir gar keine schwere Panzer, die schwerste Panzerung kaufen, Digga. Ich das nicht an. Wer ist er denn jetzt? Oha, mit Animation und so, wenn man Tür verlässt. Voll ungewohnt. Digga, ist das einer von euch hier? Mit der blauen Jacke? Und den Link musst du jetzt einfach als was einfügen? Ja, als OBS-Quelle. Als Browser. Einfach Browser-Dings. Genau. Wie so Alerts und so. Und dann nur die Maße halt einstellen. Könnt ihr nochmal einladen, Jungs? Ja. Ich hatte einen wieder. Nee, Details, der geht ja. Karte und so ausmachen, ne? Ja, genau. Alles musst du ausmachen. Einstellungen. Ich hab dich eingeladen, Bro. Ja, probiert reinzukommen, Leute. Ich geht das irgendwie nicht. Soll ich einfach hart ausmachen, dann ist doch alles richtig, oder? Ja. Und Online-Charakter musst du. Als Medienquelle oder was? Ja, genau. Nee, Radar einfach ausmachen. Ja, Bro. Browser. Wie mache ich nochmal Dings aus, dass ich euren Namen und das Namen auch ausmachen, ne? Ja, genau, bei Online-Optionen müsste das sein. Online-Option. Was wegmachen? Schwarzen Ränder, die gehen weg. Du musst die Maße einstellen. 1920 mal 1080. Und dann wäre es auch genau mittig. Warte mal, hey, wo steht das denn? Ich glaube, bei Spieler dann Optionen zu erlauben, Spielersuche offen. Online-Anzeige. Also. Nichts. Bro, ich check, ich komme nicht rein, komm, ich starte mal einmal GTA neu, Digga. Ey, es ist... Das hasse ich halt an Hunger Games, Leute. Immer diese Probleme, immer noch. Das Game ist seit 8 Jahren draußen und macht nur Probleme in einem Atemzug. Es ist unbelievable. Ich starte gerade neu. Spielanzeige war das, ne? Okay. Ja. Hey, ich seh Marknamen immer noch. Beispiel, du musst das gleich unbedingt einmal richtig sagen. Oder online, da gibt es ja Optionen. Online, genau. Ich war gemutet. Oh. Spieleranzeige heißt das. Und das musst du auch für nichts stellen. Okay. Hab's. Genau. Ja, Leute, ich bin auch ehrlich zu euch. Das war so, warum ich lange kein Hunger Games mehr gezockt habe. Weil es einfach mir zu doll verbuggt ist, GTA Online. Das ist halt, Bro, es sind nur noch Modder in GTA Online. Nur Modder. 24-7 in jeder Lobby sind Modder drinne, die irgendeine Scheiße machen. Das kann man sich halt Real Talk nicht mehr geben, Leute. Das war wirklich ein Grund gewesen, warum ich halt echt kein Just mehr auf GTA Online hatte. Ja. Und jetzt komme ich einfach schon wieder nicht auf den Server rauf und so. Jetzt komme ich nicht rein und alles. Das ist einfach nervig. Aber Leute, am Dienstag zocken wir auf jeden Fall das GTA-Update. Vormittags kommt Fortnite-Update und nachmittags zocken wir Dings-Update, GTA-Update. Das wird geil, Alter. Das wird safe nice. Bei mir sind alle nur im Good Mode. Naja, Bro, das wundert mich auch gar nicht. Das wundert mich nicht. Ja, Ulf, das wird ja heute ein Sieger-Livestream. Also ganz klare Sache. Tuning DLC kommt am Dienstag. Das wird geil, Leute. Also das DLC, der Trailer sah auch nice aus. Geht Hunger Games? Ja, Tim, das geht nicht so gut. Im Online-Modus geht's besser. Weil das einige Funktionen, die auf 5M fehlen, kannst du auch nicht reinskripten. Auf so Online-Server ist schon besser. Glaub mir, auf Online-Server ist besser. Komm jetzt, ab dafür, Leute. 19 Minuten geht's los. Wir haben jetzt noch ein bisschen Vorbereitung. Ach nee, hä? Um 18 Uhr geht's los. Warte mal, einladen jetzt hier.
Ja, jetzt geht's wenigstens, Leute. Jetzt geht's wenigstens. Weißt du, aber die Zeit ist falsch eingestellt, oder? Steht irgendwas mit. Da steht irgendwas mit 18 Minuten. Bei dir auch? Ja, das muss er gleich umstellen. Das kann er ja gleich umstellen, Bro. Achso. Ich bin jetzt drinnen, ne, Jungs? Ja, wir können es gleich sofort starten. Können wir mich Dings abholen mit Heli? Ja, den bete ich einfach gleich. Ah, okay, top. So, also hier geht es auch nicht. Ja, okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles. So, ich hab, 0-0, Leute, ich hab kein Geld mehr drauf. Wie krass ist das? Hey, wie ist das denn? Hast du einfach ausgegeben, alles? Ich hab alles ausgegeben. Mashallah. Ja, und mach mal hell immer, Max. Das ist geil. Kann er uns die Waffen abnehmen irgendwie? Ja, kann uns Waffen abnehmen, wenn wir noch einmal sterben. Nein, er kann uns die wegnehmen, dann sterben wir einmal und dann haben wir keine Waffen mehr außer die Faust. Ja, das wäre gut, wenn das bitte machen kann. Kannst du es machen, Marc? Ja, das wäre natürlich geil, ja. Ja, ihr müsst euch aber dann, ihr müsst auch dann alle dieses Selbstmord $500 oder so bezahlen. Ja, das habe ich ja nicht mehr. Weil sonst hast du keinen. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall sterben. Dann kann ich doch runterspringen. Wollte ich gerade sagen, kann man doch einfach töten. Ja, kann uns doch gleich killen oder so. Aber rein theoretisch können wir doch, wenn wir Hunger Games starten, sehen alle eine Faust, dann springen wir alle in den Turm runter, sterben und dann. Ja, der kann doch einfach Dings hier. Nimm uns alle Waffen weg. Ich habe keine Waffen mehr, perfekt. Er hat er gemacht, hat er hingekriegt. Sehr gut, sehr gut. Perfekt. Hat funktioniert. Ich habe noch Waffen, Bro. Ich habe auch noch Waffen. Ja, macht jetzt durch. Oh mein Gott, ich habe wohl vergessen, wie man Geld macht und so. Ja, Skurus, frag mich mal erst. Ich weiß doch nicht, wie viel machen wir eigentlich heute Hunger Games? Ja, Bro, ich würde sagen, wie immer, oder? Hä, hey, um 0? Nee, Bro, um 0 bin ich nicht dabei. Hab doch kein Geld, Junge. Ich kann eh verlieren, das ist für mich einfach nur weggehen. Hä, wir machen doch nicht. Was denn? Na, wir machen doch um was Geld Hunger Games, hä? Komm, Stani? Ja, wir können ja auch um Geld machen. Ich hab morgen Geburtstag, ja? Dann sagen wir, dass du meinen Einsatz zahlst, okay? Ja, 100 Euro denn, machen wir. Ehrlich? Ja, ich bin ja eh, Bro, deswegen. Ey, der klaut mir auch nur. Okay, irgendwann. Okay. 100 Euro machen wir, Leute. Stani, denkst wirklich, dass du eine Chance hast, ne? Ey, Bro, das ist keine. Guck mal, Bro, ich spiel GTA, seitdem es rausgekommen ist. Ich bin die ganze Zeit online. Bro, ich spiele auch GTA, seit es rausgekommen ist. Aber das ist ja das Ding, Bro. Du spielst mit Leuten wie T oder nicht, noch nicht einmal die Story durchgespielt hat. Aber Stani, schon Bro, ich hab die Story auf 100%. Was laberst du? Ja, ich krieg von einem Max. Also, wenn ich gewinnen sollte, müsst ihr alle das Spiel installieren, das sag ich jetzt schon mal. Digga, du bist ein Otto-SU, also halt bitte den Rand. Ich sag, der Helikopter gewinnt. Ich muss nochmal sterben, Marc, du hast mich getötet, bevor das irgendwie. Keine Ahnung, ich hab keine Faust. Plex, jetzt wo wir zum Beispiel von dir gekillt wurden, haben wir jetzt weniger Life? Muss ich jetzt mir essen gönnen oder? Kein Essen gönnen. Ja, ich würde machen 500 Euro, Leute, weil ich weiß, dass ich gewinne. Ich weiß halt, dass ich gewinne. Übertreib 500, sagt er. Aber die anderen haben halt wieder Schiss, Leute, deswegen. Warte, wie du uns kleinere Creator da das Geld direkt wegnehmen willst, Digga. Weiß ich nicht mehr, wie ich Miete zahle. Ja, geil, hab keine Waffen, nice. Ja, ich hab jetzt aber auch keine Faust mir alle mehr. Waffen. Habt ihr Faust? Ja, ja. Habt ihr die Faust noch? Ja, Bro, brauchst du eh nicht, du brauchst eh Waffen. Scheiße drauf. Aber für den Anfang. Hä? Digga, wenn du einmal tot bist, dann ist over. Dann gibt's nicht mehr. Ey, doch, bis 15 Minuten darfst du respawnen. Hallo. Ach so, da hast du aber kein Geld mehr. Ja, dann musst du alles wegwerfen. Ja, dann musst du alles wegwerfen. Darfst du nicht mehr nutzen. Also, wir müssen mal die Regeln. Wir müssen mal ganz kurz so grobe Regeln nochmal kurz hier. Ich hab keine Waffen mehr. Ansagen dann aber, ne? Oha, Faust ist weg. Ich mach gleich die Hunger Games Ankündigung. Okay. Mach nochmal die Hunger Games reden, du wirst wahrscheinlich eh was vergessen, aber das passt schon. So. Ich glaube, ich stelle das mal aus, dass ihr das sehen könnt, wer hier die ganze Zeit redet. Das hört man, ja? Denkt dran, Karte ausstellen. Ist aus und Spieleranzeige aus. Und keine Escape-Karte nutzen, Jungs. Ja, genau. Ich glaube, das ist das, oder? Und port mich dann mal auf dem Maze Bank, Marc. Das war auf der genau, auf dem Maze Bank Tower und Sport. Ich bin auch in einem Automarkt, du kannst mich gehen. Als Beispiel, Jungs, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt irgendwie jetzt den Typen überfallen will ohne Faust, wie soll ich das denn dann machen? Du brauchst eine Waffe. Du kannst ja von Polizisten auch Waffen klauen. Immer nur, wenn du stirbst, musst du sie wieder wegwerfen. Also die Polizeiauto-Taktik und so kennst du ja, oder? Nee. Bro, der kann gar keine Taktiken. Was? Egal, ich krieg das schon hin, alles gut. Okay, ja, du musst einfach in Militärbase reinlaufen, die tun dir nichts. Ja, oder so. Erstmal Militärbase finden, let's go. Ah, perfekt. Minigun und Sniper aber ist erlaubt, wenn man das Geld dafür auch sicher spielt hat, ne? Ich glaube, Minigun war nicht erlaubt, bin ich sicher.
Digga, was für eine Heulsuse. Hey, bist du dumm, Digga? Minigun ist overpowered, dann stellst du dich in der Ecke und machst einfach Dauerfeuer, hä? Nein, Minigun ist raus, also, Digga. Ich hätte keine Angst davor, wenn ich Minigun hätte. Ja, Bro, der Spieler eigenes Hunger Games, bei unseren Hunger Games war Minigun schon immer raus, also von daher... Dann machen wir ohne Minigun. Ja, Minigun, ich höre schon, Leute, hört ihr das Geheule? Nein, das geht los, Freunde. Bist du dumm? Es war bisher immer, Minigun war immer raus gewesen, was laberst du? Also ich erinnere mich, wo Roblox mit einer Minigun gewonnen hat. Ja, genau, also, da haben wir entschlossen, alle zusammen, dass Minigun rausgenommen wird. Ach so, ja, okay. Weil Minigun, da kämpfst du einfach an einer Stelle und musst nichts machen. Ja, okay. Ey. Aber brauchst du denn jetzt Taschentücher, oder? Also ich will nichts sagen, ne? Also guck mal, Minigun wäre mir auch egal, aber ich habe keine Angst, weil kein Minigun da ist, weil ich habe eh ein besseres Aim. Das ist aber halt Minigun. Nein, Bro, die Spieler haben halt keine Angst davor. Bitte, ne? ey, guck mal, Leute, die machen das erste Mal und denken jetzt auf einmal, die erfinden das Spiel neu. Es ist so zum Kotzen, Alter. Ich kann mir das Jungs, let's go, lass starten. Wir haben 18 Uhr gesagt. Ja, was ja, der Timer ist auf Viertel nachgestellt, gell? Das ja, 19:15 Wir können ja schon früh anfangen. Mach den auf 18:05 oder so. Ja, mach auf 18:10 dann. Okay. Genau, 18:10 dann macht Stani jetzt einmal die Regeln, aber ohne Geheule, während er die Regeln erzählt. Und ohne sagen, dass er offline geht, ne? So, der Boss ist auch eingetroffen, hallo. Lex, ja, teleportierst du uns alle zu dieser Dingens, zu diesem Maze? Ja, der holt uns gerade alle einzeln. Stani, ich glaub, irgend so ein Noob ist noch hier. Ich muss den Fallschirm noch einsammeln. Warte mal, ja, ist ein Noob hier. Ach, du hast so große Klappe. Der Bus ist da, let's go. Gleich ein paar Punches, Digga. So. Einsteigen, Abfahrt. So. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt hier. Ich muss Simeons Autos verkaufen. Was heißt das? Du weißt doch, diese Simeons Autowerkstatt ist. Oben links auf der Karte steht so ein S dran. Ich hab doch keine Karte. Ja, aber kannst Escape drücken, da steht das doch. Oder darf man Escape nicht nutzen? Escape eigentlich auch nicht nutzen. Oh, ein Lockenkopf, ist das denn? Ne, das ist eh kein SC, ich glaube. Jin King, Alter. So, Leute, guckt euch die Noobs an. Guckt euch diese Noobs an, okay, Leute? Ich erkläre einmal die Regeln. Ja, let's go, fang an. Ich einmal. Okay. Ich mach mal kurz für meinen Cutter was. Haben wir wenigstens Fallschirm gleich? Nee, aber ist egal, schippt man halt. So, Leute! Warte. Willkommen zu der heutigen Folge Hunger Games zusammen mit Amir, Botti, S zu dem U und Weiß Studio. Yeah. Was geht ab? Was geht ab? Die Regeln sind wie folgt, Leute. Und zwar... Was für ein Voice Crack. Da hört schon auf, Regeln da lesen online. Digga, und zwar Regeln, es sind keine Explosivgegenstände zu verwenden. Nicht erlaubt. Explosivgegenstände sind nicht erlaubt. Dann ist noch nicht erlaubt, mit einem Kampfhelikopter einzugreifen. Dann also, damit zu schießen. Sind Miniguns. Minigun nicht erlaubt. Raketenwerfer nicht erlaubt. Sniper, wenn man stirbt, verliert man sein ganzes Geld und seine komplette Ausrüstung. 10 Minuten vor Ende ist man komplett raus. Wenn man stirbt? Ja. Wenn man stirbt. Okay. Davor dürfen wir uns aber abknallen, falls davor was, dürfen wir uns abknallen. Genau. Okay. Aber dann hast du wieder 0. Dann hast du alles verloren. Warum hast du uns jetzt so viel Geld gegeben? Ja, Bro. Ist $2000, machen wir als Startkapital. Lass mal machen, das ist bestimmt lustig, ist bestimmt lustig. Okay, beruhigen wir uns jetzt erstmal so, was gibt's denn noch für Regeln, die wir beachten? Ja, das war's eigentlich. Sollen wir erlauben, dass man auch schon vorher auf dem Dings campen darf? Dachcampen ist nicht erlaubt. Das Dach auf dem Mount Chiliad, das ist verboten. Dach ist verboten, okay. Okay, dann noch eine Frage. Ja, also das ist, Leute, damit ihr Verständnis habt, er wurde da halt oft hops genommen. Meter und deswegen muss Stani da die Regeln modifizieren. Nein, Bro, bitte halt doch deine Klappe, Digga. Es wird mir so oft gesagt, was du für Scheiße laberst. Ey, ich kann mir das nicht geben, Digga. Ey, Bro, Leute, ich werde dich so fertig machen. Wirklich, Digga, es fuckt mich so ab. Ich werde dich direkt handen. Let's go. Warte, hallo. Nein, wir müssen noch hier Regeln auf Safe machen.
Was gibt's noch zu beachten? Ami sagt, denk du mal mit. Ja, also wie gesagt, jetzt tust du, ich weiß nicht, ob du es nicht verstanden hast. Du darfst, in jeder Sekunde darfst du jemanden abschießen, nur man darf so lange respawnen, bis die 10-Minuten-Marke anfängt. Wenn ja, ab genau. 10 Minuten, wenn du dann stirbst, bist du aus Ganga Games. Ja. Achso, genau. Ist es erlaubt, schon vorher auf den Berg zu gehen, oder wollen wir sagen, man darf erst ab in 45 Minuten? Nein, man darf 10 Minuten vorher erst auf den Berg. Ja, also da darf man erst anfangen drauf zu gehen. Ja, genau. Ja, okay, gut. Mhm. Okay, Jäger, okay. Ich muss mir jetzt erstmal ein Auto kaufen. Ich habe wieder 8 Okay, und ganz oben muss man eine Munitionslieferungskiste anfordern. Genau, anfordern. Genau, und die muss man auch einsammeln. Und erst die musst dann du auch einsammeln, gewonnen. Dann hast du erst gewonnen. Oder du killst alle. Oder du killst alle, genau. So. Und damit die anderen auch nicht einen behindern, sollten die sich dann ausloggen direkt dann? Oder, Ja, können drinnen bleiben auf dem Server, aber zur Seite gehen, nicht in Kampfgeschehen mit angreifen. Ja, okay. Ja, keine Ahnung, ich glaube, wenn ich sterbe, dann auch keine Waffen ziehen dann und sowas. Ja. Stani, wo darf man die Munikiste kaufen? Das ist noch auf ganz der wichtig. Plattform, genau. Auf der Plattform, ja, nicht genau. Daneben, sondern drauf. Auf der nicht Plattform. Dahinter, Theo, ne? Nicht auf dahinter. Ja. Jungs, Theo. Und das Ding ist, gehen wir mal davon aus, einer killt einfach alle, ohne diese Munitionskiste zu beschwören. Dann hat er auch gewonnen, ne? Ja. Okay. Ja. Also, once that is dead. Ist super wieder so. Erlaubt, was für ein super. Natürlich auch keine Räuber anfordern, ist auch nicht erlaubt, glaube ich, ne, hat man gesagt. Räuber, ja, aber Meriwether nicht oder so hier, diese... Genau. Räuber, also, die kommen nicht ab. Ja, Räuber ist erlaubt, aber nicht diese Spezialeinheit da, die war zu OP gewesen, das ist zu krass. Okay. Was ist sonst noch zu beachten? Ich glaube, sonst haben wir was alles. Vergessen? Chat, haben wir was vergessen? Nee, sonst nix. Der Chat darf bei anderen Leuten reingehen und helfen, ne? Genau. Ja. Und dürfen auch Fitner stiften. Also Leute, okay, also dürft Spione gerne sind erlaubt. Spione sind erlaubt, genau. Zwei Minuten die anderen Streams reingehen und dann sagen, genau, ja, oben 100 der 300, Euro. Okay. Euro, Bro. Aber also Minigun ist erlaubt, richtig, Stani? Nein. Habt ihr so einen Timer jetzt gerade von euch selbst geholt oder hat Plex das eingestellt? Guck mal, YouTube-Chat hat doch, genau. Da weißt du extra für OBS, du musst einen Browser machen, also eine Quelle, Browser, und dann ist automatisch ein Timer, dann können die Zuschauer auch sehen, wie lange alles geht noch. Genau, die ist jetzt auch umgestellt auf 19.10 Uhr, also in 2 Minuten beginnt's. 2 Minuten, Leute! Okay, in 2 Minuten geht's los! Ich bin hyped, Digga. Ich auch, Digga. Juan kriegt Backpfeife! Weißt du, Backpfeife, hä? Du Gelingverdiener, ich mach die kaputt! Sehen wir, Leute, sehen wir. Was ist denn Stani hier schon wieder? Der macht doch irgendwelche Tricks. Ja, ne? Ist noch gerade am Wein. Der macht 1 Minute 35, Leute. Ach ja. Stani, mit Minigun ist erlaubt, hast du jetzt. Sieger-Livestream, ne? Leute. Sieger-Livestream. Oh, danke, dass du Werbung gemacht hast. Danke, hast du recht. Sieger-Livestream, Leute. Er hat recht. Achso, noch eine wichtige Frage, ganz kurz. Aber darf man auch jemanden, zum Beispiel den Helikopter benutzen oder ein Fahrzeug benutzen, um jemanden umzufahren? Nein. Also aber Helikopter nicht, aber Fahrzeug natürlich logisch, ja. Okay. Also du nimmst dich mit dem Helikopter mit den Rotorblättern rein, weil das zu OP, weil das total einfach, Bro, dann rasierst du alle weg. Okay, und okay, weiß Bescheid. Mach. Okay, 1 Minute, Leute. Eine Minute, genießt deine letzte Zeit. Und jeder von uns kann gerade nicht boxen, richtig? Ja. Bro, ich sag dir ehrlich, ich wollte eigentlich erst auf SU gehen, aber ich werde nicht auf SU gehen, ich werde auf SU gehen. Mutet aber dann nur euer Mikrofon, ja? Dass falls irgendwas ist, dass wir es immer hören. Ja, genau, richtig, das wäre... Ja, schreibt einfach in den Chat dann, was ist, nicht im Mikrofon, ich mute alles. Bitte, Nutzke, ich mute alles. Ich mach mal. Das weißt du auch. Falls jemand rausfliegt, geht's ganz normal weiter. Dann joint der halt nach und dann geht's ganz normal weiter. Das ist dann halt einfach Pech gehabt, was soll man machen? Und $2000 machen wir als Startguthaben, Leute. Ganz easy. Ich guck nochmal nach, wo mein Geld ist hier. Internet 0 und darunter steht 572032. Okay, das merken wir. 15 Sekunden! Oh, Leute, es geht los! Ich wünsche euch allen viel Glück, ne? Also ich bin gespannt, wer Zweiter wird. Good luck. 3, 2, 1, let's go! Let's go! Auf Wiedersehen. Ey, mein Fallschirm geht nicht! Hab ich sabotiert! Ja. So, Leute. Ab geht's, Leute. Wir werden, ich weiß, was wir machen, Leute. Das haben die anderen gar nicht mehr auf dem Schirm. Wir werden natürlich direkt Trick 17... Oh, ich über die Karte nicht, weil ich bin doof, Leute. Ich wollte die Karte verwenden. Dürfe ich natürlich nicht. Leute, ich mache direkt Trick 70. Ich will's euch jetzt nicht im Chat schreiben, was ich mache, weil dann werden einige 31er wieder bei den anderen rübergehen und sagen, ey, Standard-Skin macht diese OP-Taktik, bla bla bla. Leute, wir werden jetzt aber babamäßige OP-Taktiken machen, die ihr nur in diesem Stream seht. Und wir werden direkt damit anfangen. Ist das einer vor uns da? Wer ist denn das da vor uns? Vor uns ist einer, Leute.
Was ist denn das? Das war Weißstudio, der Scheiß drauf, Leute. Das war Weißstudio gewesen. Habt ihr gesehen? Ja, ist egal. Ist egal. Nein, nein, nein. Nicht Simeon, Leute. Nicht Simeon. Nicht Simeon. Das machen wir gleich. Wir machen erstmal was anderes. Wir machen jetzt erstmal Trick 17, Leute. Und Trick 17 ist erstmal, sich ein Karabiner zu besorgen. Let's go! So, Leute. Erstmal Karabiner und dann ab ins Casino. Und dann gucken wir erstmal, was das Casino rausdrückt. Bumm, Leute. So. So, erstmal kurz Kopf suchen mit Karabiner. Genau, ich klau Waffen. Hä? Bro! Down. Down. Hä? Bro, Mark. Ey, Mark, du hast irgendwas gemacht. Man kann nämlich keine Waffen mehr, Digga, in die Hand nehmen. Man kann nicht schlagen. Nee, nee, man kann keine Waffen in die Hand nehmen. Mark. Ja. Oh, Mark. No. Oh, Mark, no. Mark, Mark, Mark. Du hast irgendwas gemacht, Mark, dass ich keine Waffen mehr aufnehmen kann. Ja, ich schub's hier gerade einen Bullen um. Ich hatte gerade nämlich eine Waffe aufgehoben, ging nicht. Mark? Mark, Statement? Bitte? Hä? Bevor ich sterbe? Er redet nicht. Kannst du das einstellen? Ja, aber ich hab eine Waffe, ich kann die benutzen sogar. Nein, nein, meine war gerade weg gewesen, Leute. Ich kann auch nicht einmal boxen. Ja, das ja, boxen kann ich auch nicht. Ich hab mir jetzt einen Hammer gekauft und den kann ich benutzen. Ja, Hammer, aber nicht. Ich hatte gerade eine Waffe gehabt, die war weg gewesen. Marc, dein Mikrofon funktioniert nicht, man hört dich nicht. Schreib mal was in YouTube-Chat sonst rein. Marc. Ja, keine Ahnung, was da los ist, Leute. Da gibt's anscheinend irgendwelche Probleme mit Modding hier. Ihr habt's aber gerade gesehen, ich hatte Karabiner in der Hand gehabt. Und Karabiner war einfach weg gewesen. Probier mal kurz was im Laden zu kaufen, schreibt er. Amir. Hab ich gerade, hab ich doch schon. Ja, ah, im Laden Tag, konnte ich kaufen. Hey, wer ist denn hier drin? Er wollte mein Auto klauen. Ja, ich habe auch eine Waffe aufgehoben, funktioniert alles. Nee, bei mir ging's nicht. Also ich kann auch nicht boxen und nichts machen. Ja, also ich weiß halt nicht, ob ihr dafür kurz in den Laden müsst und eine Nahkampfwaffe kaufen müsst. Bro, er schafft mich nicht mal zu überfahren, Digga. Ja, was sollen wir jetzt Bro, machen? Bro, du bist so schlecht, ich schaff mich nicht mal zu überfahren. Sag, was jetzt lieber machen sollen. Also bei mir funktioniert alles. Ja, bei mir nicht. Ihr müsst was in, geht mal in den Einkaufsladen. Ich glaube, ihr könnt was kaufen. Ja, ich glaube, ihr müsst erst vielleicht was kaufen. Also kaufen und dann soll das alles klappen? Okay. Ja, ich teste das jetzt nochmal. Geht mal zum Waffenladen, kauft eine Waffe oder Messer oder Magazin oder so. Was ist damit? Und dann ist geht's wieder, oder was? Achso, dann soll es angeblich wieder gehen, ja. Ja, okay. Ja, sollen wir nochmal neu starten, nee, oder? Nee, 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 dann kaufen wir schnell was und dann... Oder nochmal neu, eigentlich nochmal neu starten. Eigentlich so wollte ich gerade sagen, es ist wirklich am Anfang, wir können es nochmal machen. Neu starten. Wir starten nochmal neu, Leute. Okay, Max, geht jetzt alle, dann alle hoch. Geht jetzt alle in den Waffenladen, kauft euch irgendwie einen Hammer oder so. Und dann geht's los. Okay, da dann muss Markus noch. Wir treffen uns alle hier beim Waffenladen in der Mitte beim Würfelpark. Ja, gut, dann schmeiß ich meine Waffen jetzt auch noch weg. Ich hab jetzt eine Sprengkarabiner und. Geil, Leute, egal. Marc, wenn du schon in dem Laden bist, kannst du mich ja zu dir teleportieren, dann geht das schneller. Ja, mach doch kurz Karte an, ein paar Festzeitschätze machen. Zu welchem? Ah, da wo du stehst. Okay. Ja, das war jetzt natürlich lost gewesen, aber das wussten wir ja auch nicht, Leute. Ja, aber es ist wirklich zum Glück am Anfang. Ich meine, ohne Probleme kannst du ja nie laufen. Wenigstens jetzt einmal so und dann ist es geklärt. Ja, das ist halt das Ding, Leute, dass GTA einfach nach 3 Milliarden Jahren es immer noch nicht geschafft hat, Dings einzustellen. Eines Server. Was schießen die auf mich? Ja, ich frag mich auch, warum man nicht weiß, einfach mal eine modifizierte Lobby machen kann. Ja, ich check's auch nicht, Scheiß, das ist einfach... Ey, in jedem Game Fortnite, überall mittlerweile, nein, ja? Nein, Fortnite geht's auch nicht. Nee? Nein. Okay, ja gut, aber dafür gibt's halt diesen Creative-Modus und hast du alles nicht gesehen. Wie soll man hier auch irgendwas machen? Kann doch nicht sein, dass man hier nicht mal eine Lobby... Hä, Bro, bin ich unsterblich? Könnt ihr mich mal kurz gleich killen?
Aber ich mal kurz die Waffe. Ja, ich glaube, deswegen konnte ich auch nicht überfahren wahrscheinlich. Ja, ich bin irgendwie unsterblich, keine Ahnung. Also entweder habe ich jetzt echt Glück gehabt oder so. Kannst du mir ein bisschen Cash geben? Dann kann ich eine Pistole schnell kaufen. Ja, Bro, kauf doch einfach Tränengras oder hier eine Rohrbombe oder so. Vielleicht ist das vielleicht wegen Menü bei uns allen noch? Ist das irgendwie aktiviert oder so? Nein, das ist ja rausgenommen. Nee, ich kann auch keine Granate in der Hand nehmen. Ja, im Laden glaube ich eh nicht, oder? Stimmt. Ja, geht aber ja. So, jetzt. Kill mich mal kurz einmal. Kannst du mich killen? Ja, warte. Ich kann dich nur boxen. Ja, das hier, kill mich mal. Ja. Warte mal kurz. Okay, dann muss Markus jetzt alle beim Waffenladen abholen. Dann müssen wir jetzt nochmal auf Mace Bank und dann Abfahrt. Inventar, Panzerung mal neu kaufen kurz. Und wo sind die Granaten? Ja, kauf da, musst du mal durchgehen. Links, oder? Ja, rechts unten. In der Vitrine. Scheiße, Digga, der verkauft nichts mehr. Der Typ hat keinen Bock. Jetzt schießt er auf uns, Leute. Was habt ihr gemacht? Ja, fahr zum anderen Waffenladen halt einfach. Ist hier kein Bullenwagen mehr. Die sollen in den Bus rein? Ja, ich hab noch keine Waffe. Nein, die müssen nicht erst Waffe holen. Die noch keine Waffe sich gekauft haben, gehen erstmal Waffe kaufen. Kommt mal alle rein, Marc fährt zum nächsten Dings hier, zum nächsten Laden. Und dann macht ihr aber nichts. Ja. Achso, in dem Bus, ja, warte. Alle einmal einsteigen. Jetzt muss ich erstmal meinen Lebensanzeiger machen. Die müssen dir noch Level geben. Du kannst nicht viel vom Waffenladen kaufen. Oh. Ja, welches Level hast du? Keine Ahnung, wahrscheinlich 1 oder so. Ja, dann kannst du nicht einmal Lester nichts machen. Hier ist ein Waffenladen, Jungs. Geh mal rein, holt euch eine Granate oder irgendeine Waffe oder irgendwas. Darf man sagen, was die anderen machen? Ja, darfst du. Mal hier kurz gucken. Ja, jetzt muss ich meine Snacks nämlich benutzen. So eine Scheiße. Wahrscheinlich kann ich deshalb auch keine Granaten kaufen. Okay. Ja, schon gut. Kauft euch einen Hammer. Kauft euch einfach einen Hammer oder so, Jungs. Ein Hammer reicht vollkommen. Oder irgendeine Nahkampfwaffe. Das reicht vollkommen aus. Dann geht's. Warum gibt das denn so wenig Leben hier, die Scheiße? Ja, hier, guck mal, das Kriegsbeil ist gratis sogar. Das Kriegsbeil ist gratis. Holt euch das einfach. Essi, hast du eine Waffe? Ja, ich habe eine Waffe, killt mich. Nein, jetzt kann's losgehen. Okay, alle in den Bus rein. Macebang und dann Abfahrt. Beistudio muss noch mal kurz resetten und machen wir noch mal hier. Ja. 20 genau. Nach, oder? Ja, genau, eine Minute dann oder wieder raus. Ja. So. Du hast keine Waffe. Ich brauche keine Leute. Bei mir geht das ja schon so. Sicher, ja? Ja, und wenn nicht, habe ich jetzt Pech gehabt. Dann muss ich mir. Ja, da hast du Pech gehabt, das stimmt, ja. Aber ich konnte dich ja schlagen. Wenn ich ja schlagen kann, kann ich. Nein, ich konnte auch schlagen. Ich konnte nicht schlagen. Ich konnte schlagen, aber ich konnte keine Waffe aufnehmen. Ja, dann. Ja, hast du Pech, Bro, dann hast du Pech, ja. Drop mal ganz kurz deine Waffe. Ich heb dir einfach. Achso, dann sehe ich das ja. Ja, drop mir mal jemanden Waffen kurz. Drück mal kurz jemand F9. Ach, mit F9 droppt man hier. Komm zu mir. Du musst werfen und weglaufen kurz. Ja. 40 Sekunden, Jungs. Ja, funktioniert, ja. Kompakter Granatwerfer steht bei mir noch, aber ich kann es nicht auswählen. Das ist normal, oder? Den benutzt du eh nicht, ist unwichtig. Okay, dann nochmal auf ein neues. Ja, Jungs, ich habe $2,300 Bar bei mir. Habt ihr auch Bargeld dabei? Ja, ist egal, dann musst du gegenrechnen. Ich habe jetzt kein. Ist egal, denn. Ja, ich habe 5000, also 2000 dürfen wir haben. 2000 dürfen wir haben. Ja, ich habe jetzt eh nichts mehr. Scheiß drauf. Okay. Chat, schreibt mal meine Zahl bitte auf hier, damit ich mir das mal merke. Okay, Leute. Egal, wir spielen nur 10 mit 1000, egal. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, Leute. Jetzt geht's los. Direkt ein Auto. Boom. Und Leute, zum Flughafen jetzt. Und dann werden wir uns erstmal einen schönen Karabiner holen. Und dann würde ich sagen, geht's ab, Leute. Trick 17 natürlich wieder.
Ach, Leute, so muss das sein. So muss das sein. Ich habe aber noch eine andere Idee, und zwar Skurrus und so, die sind ja auch zum Dings gefahren, zum Flughafen. Ich glaube, ich mache jetzt einen anderen Trick, Leute. Was ein bisschen einfacher sein wird. Und die Leute auch noch richtig ärgern wird. Oha! Armia hat Skurrus erledigt. Oha! Okay, krass. Nicht schlecht. Nee, ich werde doch direkt, glaube ich, durchstarten. Ich muss diesmal die Cops ein bisschen besser überfahren, Alter. Die waren ja... Ich weiß auch gar nicht, wieso die auf mich geschossen haben. Ich habe einfach einen Stern bekommen. Einfach so random. Was ist das? Sieger-Livestream, Leute. Sieger-Livestream startet genau jetzt. Wo sind Cops? Wo sind Cops? Cops, Cops, Cops. Da sind Cops, Leute. Hä? Bro, was? Ey, Digga, die Cops sind ja anormal cracked, Digga. Alter. Habt ihr gerade gesehen, was die mir gedrückt haben? Bro. Aber ist egal, ist nicht schlimm, Leute. Ist nicht schlimm. Weil eigentlich... Ja! Let's go! Boom! Boom! Nee, ist schon wieder... Ey, Bro. Ey, Digga, ich dreh gleich durch, Digga. Ich dreh gleich durch. Die Waffe ist schon wieder weg, Bro. Warum schießen die Cops mich einfach an? Digga, irgendwas schon mit der Lobby nicht. Die Waffe ist schon wieder weg gewesen. Wo bist du gerade? Ich geb dir gerade eine. Ich geb dir gerade eine. Nein, Bro, ich hatte gerade einen Karabiner aufgehoben und die ist weg einfach. Die ist einfach wieder weggegangen. Aber du bist ja gestorben, oder? Nein, die war einfach weg. Achso. Irgendwas schon mit der Lobby nicht, Digga. Ich weiß nicht, diese Waffen nicht weg. Weil Marc die Waffen weggenommen hat? Ja, ich denke mal schon, ja. Ja, mach mal eine neue, nimm mal nicht die Waffen dann weg. Die Waffen wegwerfen, das bringt sonst nichts. Ja, ihr habt gesehen, Leute. Zweimal wieder weg gewesen. Ja, die Cops sind auch voll aggressiv irgendwie. Die schießen direkt auf den Schuss. Ich war am Flughafen nebenbei. Ja, Bro, das habe ich mir auch vorhin gewundert. Ich bin an den Flughafen gefahren und die haben direkt auf mich geschossen. Ja. Das war eben nicht so. Okay. Ja, pass auf, Jungs. Wir müssen die Waffen wegwerfen. Und die Waffen, die wir nicht wegwerfen können, ist halt einfach so. Die dürfen wir einfach nicht benutzen. Ja, ist so ganz einfach. Deswegen. Sollen wir nicht einfach komplett GTA neu starten? Nein, das hat nur was mit der Lobby zu tun. Wenn ihr zum Beispiel eine Pistole habt und die nicht wegwerfen könnt und ihr seid im Ammunition und tut so, als wenn ihr sie kauft, müsst ihr einfach das Geld wegrechnen. Dann kann man die benutzen, aber ihr müsst das fair wegrechnen. Aber eigentlich kann man alle Waffen wegwerfen. Ja, die normalen Waffen, genau. Ja, die normalen Waffen kannst du alle wegwerfen. Ja, ich hab das Problem, ich hab so eine Military und eine Rosenberg, die ich nicht wegwerfen kann. Okay, ja, dann Marc, mach mal die Lobby auf. Benutze auf ein neues. Das Ding ist, Leute, ich sehe das auch so. Ich glaube langsam, Stani sucht Ausreden, weil. Keine Ahnung. Ich muss mich muten, Leute. Ich kann mir den Typen nicht geben. Ich muss mich muten, Leute. Ich kann mir das scheiße Gelaber nicht geben. Geht nicht. Geht bei bestem Willen nicht, Leute. Geht einfach nicht. Tut mir leid. Ja, außer die MK2 kannst du ja alles wegwerfen eigentlich. Hey, was wäre denn für Moon? Wegen den Waffen. Wir machen einfach eine neue Lobby. Weil Stani irgendwie. Ja, Bro, bei mir geht's jetzt hier, ne? Ich habe jetzt eine neue Lobby. Ja, also okay, dann Ja, Bro, das geht nicht nur bei mir, das geht bei allen nicht. Was labert ihr also, ne? Ihr wollt jetzt nicht sagen, dass das Bro, bei mir ist. Guck zu, ich kann Waffen aufheben. Aber ja, aber ist doch auch egal, kann man jetzt nicht ändern. Stani, sollen wir die nachstellen oder muss Marc uns einladen? Ja, Marc muss euch einladen. Ja, aber Stani, ich bin Stani, der gejoint. Achso, ja, wenn das frage ich halt, das geht das auch. Das Auto, ne? Sieht doch interessant aus. Wäre okay, das teuer, Chat? Dann join ich jetzt Slip einfach nach. Safe, das ist doch locker teuer. Ja, Bro, du kannst auch nicht alle Autos verkaufen, ne? Ja, genau, du musst aufpassen, du kannst nicht alle Autos verkaufen. Okay, ich bin drinne bei Stanis Lobby. Ich werfe jetzt schon mal die Waffen weg. Das geht zumindest. Obwohl, aber lieber nicht hier unten am Flughafen. Doch. Nicht oben wegwerfen, dann rennen wieder Leute rein. Die spawnen, ja, okay. Ja, okay. Also die spawnen, ne? Okay, gut. Ja.
Zur Not schieße ich nur in sich ab mit deinen eigenen Waffen. So, ich habe alles weggeworfen. Vielleicht, einfach vielleicht reinschreiben, oder was? Boom, Leute. Yeah. Achso, ich habe ja eigentlich Zweitcharakter, ja, stimmt, aber ist ja egal, Leute. Ich weiß ja, welche Waffen ich gekauft habe und welche ich benutzen darf, so wisst ihr. Ja, richtig. Bei den genau, anderen habe ich eh keine egal, Munition. Mann. Also ich habe ja bei den anderen Waffen eh keine Munition, von daher ist das wurscht. Ja, warte, ich komme sofort, muss ich mir kurz die Waffen wegwerfen. Raus aus meiner Bude. Gib dir einen Tipp, Digga, lauf nach vorne. Warte mal, ich teste das mal kurz, bevor wir jetzt da hinfahren. Ich teste jetzt kurz, ob ich hier eine Waffe aufheben kann. Ja, mach mal. So eine Scheiße hier mit diesen Waffen, Mann. Ja, jetzt kann ich auch wieder schlagen und alles safe muss das jetzt gehen. Ah, das ist Partybus. Oh, das war so perfekter Start gewesen, Leute. Schade. Boah, was ich für Items einfach hatte. Er sagt perfekter Start, er ist direkt gestorben. Schade, Stani. Schade. Hä? Nee, schade. Schade. Digga, ich sag ehrlich, das ist einfach schlecht von dir. Nee, Schutzzeit gibt es nicht, ne? Nee. Nee, nee. Okay, jetzt bin ich fertig. Du darfst ja eh dann wieder kommen. Keine Ahnung warum. Bis 50. Ja, kurze Frage, wie viel Upload streamt ihr eigentlich? Wie viel KP? Bro, ich mach mal zweiten Charakter, weil ich diese. Habt ihr diese MK2-Waffe schon? Nee, ne? Nee, nee. Was ist die MK2? Nee, nee, okay. Ich wechsle auf den zweiten Charakter, Leute. Ich glaube, das liegt an dieser MK2-Waffen, die ich habe. Ja, komm einfach mit zweiten Charakter. Aber YouTube reichen ja 6000. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Wegen diesen MK2? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja, ja, ich komme mit zweiten Charakter. Wieso das? Was ist Sniper, das? Die MK2? Ja, das Ding ist, ich habe eine umgebaute Karabiner und dadurch kann ich, glaube ich, keine anderen aufheben. Oh, das kann natürlich sein. Ja, Leute. Weil bei den Bullen sind es ja die normale Karabiner. Ja, genau, deswegen. Und deswegen, das ist ja total dumm gemacht, Leute. Das ist ja wirklich total dumm. Okay. Warum kann ich die nicht wegwerfen? Das soll noch einer checken, Alter. Militärgewehr kann ich einfach nicht wegwerfen. Die ist halt schneller down jetzt, warum das gegangen? Achso, weil ich nicht genug Ausdauer habe. Nein, der Charakter ist ja auch schon gut gelevelt. Können die dir nicht Level geben? Du kannst halt keine Ausrüstung kaufen, das ist lame. Nein, können wir nicht. Er hätte vorher leveln müssen, Leute. Er wusste doch schon die ganze Woche, dass wir Hunger Games spielen. Ja, ich wusste ja nicht, dass ich mit Leveln nichts kaufen kann, Digga. Das wusste ich. Okay, lad mal ein, Jungs. Kannst du mir einfach nachschauen? Du musst halt die kostenlosen Waffen nehmen. Eine Lobby. Stimmt, ja. Bro, da gibt's viele Waffen. Ich habe auch kein hohes Level hier gerade. Ja, ich habe auch kein hohes Level. Ich hab auch nur Level 124 hier. Egal, dann besiege ich euch mit Level 1. Wenn ich euch besiege, also, wir heute verlieren. Du bist Level 14. Mit 14 kann ich ja eh nichts kaufen, Digga. Alles war grau bei mir. Das ist 14 ist auch okay, Leute. Ja. Ja, diese Pistolen gibt's voll viele, Bro. Das ist ein bisschen. Marc, du musst mich auch noch mal holen. Ja, da bist du perfekt. Ja, jetzt kann ich auch alle Waffen wegwerfen, Leute. Guckt euch das an. So. Moin, Leute. Ja, das lag safe daran, weil ich diese MK2-Waffen hatte. Ich würd alles drauf verwetten, Leute. Ja, typischer schon hat's gesagt, wieder an uns hat's gelegen. Ja, der Streamer hat's auch gesehen, dass laufen die Karabiner nicht aufgenommen worden ist. Kann keine Waffen mehr fallen, aber fast. Ja, hol mich mal ab. Ey, warte mal, fang mal zum Waffenladen noch kurz, Ich muss mir noch hier Dings natürlich meine Panzerung holen. Danke, Bro. Hallo, Leute, Panzerung ist natürlich erlaubt. Panzerung. Ja, du musst doch vorher kaufen, ne? Dann machst du jetzt. Ja, aber ich hab jetzt wegen diesen ganzen Neustarts, hab ich jetzt alle meine Panzerung. Ja, scheiß drauf, wir starten einfach. Ey, Bro, aber warum nimmst du deine Panzerung, obwohl es noch nicht losgegangen ist? Das check ich ja nicht. Ey, das ist doch ein paar Mal losgegangen am Anfang. Hab ich direkt angezogen. Ja, das ist aber dumm. Ja, als die Waffen immer hatte. Voll. Nice. Ich hätte ja die Waffen gehabt, Bro. So, Jungs. Vorsicht, Vorsicht, Bus kommt. Dann war das gerade doof mit der Panzerung, oder? Dass ich das reingemacht habe? So, ich würde sagen, wir machen direkt los. Direkt los, Leute. Ja, komm, let's go. Abfahrt, bam. Gar keine Zeit verlieren, Leute. Es geht direkt los. Boom. Hui. Und Abfahrt. Abfahrt, Leute. Jetzt hier keine halben Sachen. Geht direkt los. Und wir werden natürlich direkt wie immer
zum Flughafen, Leute. Der Hunger Games Charakter hat natürlich auch den Fallschirm dabei. Ah, damit sparen wir uns eine gute Zeit. So muss es sein. So, jetzt aber, Leute. Jetzt werden wir uns direkt einen Karabiner gönnen. Und ich sag euch ehrlich, ich werde jetzt das gleiche machen, was Skrulls mit mir gemacht hat. Ich werde einfach warten und werde ihn abfangen. So ein Ding ist das. Oh, warte mal, es könnte sogar Simeons Auto hier sein. Ist das Simeons Auto sogar? Nee, schade. Wie ist der Plan? Erstmal Karabiner besorgen, ins Casino reingehen und dann Autos verkaufen. An Simeon und einmal an LS Customs. Das wird so ungefähr der grobe Plan sein. Ich werde euch jetzt den einzelnen Plan nicht genau sagen, weil halt einfach sonst die Leute zu der Auge machen. Wir müssen uns ein bisschen merken, wie viel Geld wir haben, Leute. 128.428 gehört uns nicht. Also wir dürfen halt nur das benutzen, was wir auch im Endeffekt dann verdienen. Deswegen 128.000 dürfen wir natürlich nicht benutzen. Wir fangen bei 0 an, müssen mal gegenrechnen, aber das machen wir schon. Alles entspannt, Leute. Wenn nicht, der Chat passt auf. Ein Kopfgeld in Höhe von 5.000 Dollar wurde auf mich ausgesetzt. Das ist natürlich babamäßig. So, guck mal hier. Guck mal, was wir jetzt machen, Leute. Ich werde jetzt einfach warten, bis Skurus hierher kommt. Guck mal, da kommt er doch schon. Da ist er doch schon. Da ist er doch schon. Da ist er doch schon, Leute. Da ist er doch schon. Da ist er doch schon hier, der Arm hier. Da ist Skurus da hinten. Ja. Ich werde hier keine Cops überfahren. Guck mal, wie sie hier sind, Leute. Guck mal. Oha. Ja, ich lasse die erschießen, Leute. Ich mache hier nichts, Leute. Die haben noch gar keine Waffen bekommen, Digga. Was machen die hier für eine Scheiße? Digga, so eine Ottos, Alter. Oh, hier ist ein Dings hier. Oh. Haha! Er wird erschossen! Ja! Ja! Er ist gestorben! Haben wir die Waffe nicht, ne? Wir haben die Waffe nicht, ne? Scheiße! Aber ist egal, er ist gestorben. Er ist gestorben, Leute. Ja, was? Scheiße, er hatte Karabiner schon gehabt, Leute. Ich hatte halt keinen Karabiner. Aber ist egal, wir können ihn jetzt noch holen, Leute. Wir können ihn jetzt noch holen, er fightet gerade gegen die Cops. Ich muss ihn jetzt überfahren. Wenn ich ihn jetzt überfahre, Leute, wäre das Pfeifett. Glaub mir. Wenn ich es jetzt schaffe, ihn zu überfahren. Pfeifett, komm. Ach, komm. Ach, hinne mit der Lahmkarre hier. Ja, er ist wahrscheinlich schon abgehauen.
Naja, zu viele Cops. Nee, das wird nichts. Mann! Hey, aber ist egal, Leute, wir haben eh genug Zeit. Jetzt spawnen wir auch noch wie der letzte Dulli, ey. Ja, ich weiß, dass ich 100k auf den Account habe, juckt aber nicht. Manometer. Ärgerlich. Aber jetzt müssten eigentlich Waffen rumliegen, theoretisch. Ich muss mal gucken, Leute. Aber sind ja eh noch die ersten 5 Minuten, Leute, das ist chillig hier, was wir machen. Chillig. Ja, ich werde es, glaube ich, anders jetzt machen. Ich will jetzt auch noch keine Schutzweste verbraten, wisst ihr, was ich meine? Es macht halt keinen Sinn für mich, jetzt eine Schutzweste schon zu verballern. Deswegen lasse ich das einfach und mache das ohne Schutzweste. Guck mal, die werden wahrscheinlich jetzt schon alle 2, 3 Schutzwesten verballert haben, Leute. Und ich habe noch nicht eine. Deswegen, das ist... Zum Anfang ist das wurscht, glaubt mir. Wir müssen jetzt nochmal hier ein paar Cops suchen. Bro, sind jetzt hier keine Cops mehr, oder was? Ich schau mal einmal rum. Wo sind die Cops, Alter? Ey! Kann doch nicht sein! Ey, wollt ihr mich jetzt veräppeln oder was, Leute? Wer fährt denn da gerade mit den Panzerten rum? Nein, jetzt spawnen hier keine Cops mehr, Alter. Ich dreh durch. Ey, ich dreh wirklich durch. Ey, das ist wirklich der Fall. Nein, hier sind keine Cops mehr, Leute. Ja. Das war's, Alter. Das war's komplett. Das ist ja manchmal dieser Bug. Dass jetzt hier die ganze Runde keine Karabiner-Cops mehr starten. Ja, super. Ja, super. Ja, kannst du vergessen, Alter. Mann, verpiss dich. Ja, scheiße, kann man vergessen, Leute. Ja, das ist dieser eine Bug. Warum kriege ich jetzt schon wieder einen Stern, Alter? Das ist hier so anstrengend, ne? So anstrengend. Naja, das war jetzt nichts gewesen. Ja. Scheiße, ich hätte lieber Dings verwenden sollen. Dings, Leute. Schutzweste. Warum hat... Ich habe von Simeon auch noch keinen Job bekommen. Leute, ich gehe mal ins Casino, Leute. Wir gucken jetzt mal kurz im Casino, was da abgeht, okay? Weil wenn ich jetzt Casino... Ey, Digga, diese Bullen, die nerven so, Alter. Och. Weil wenn ich jetzt Casino gekillt werde, ist eigentlich nicht so schlimm. Weil ich habe ja eh keine Waffen. Zu Not könnte ich noch Military Base gehen, Leute. Military Base müsste es eigentlich auch Karabiner geben. Nach meinem Wissensstand. Oh, ey, die nerven echt, Alter. Es ist unbelievable, ey. Also ich weiß nicht, wer mehr nervt. Die Cops oder Theo, ich sage euch wirklich ehrlich. Ich weiß es nicht. Leute, gönnt einfach. Ihr müsst jetzt gönnen. Ja? Ihr müsst belieben, dass wir den Jackpot rausräumen. Überleg mal, wir machen den Jackpot. Oh, das wäre so episch. Einfach fett Kohle jetzt zu machen im Casino. Das wäre. Das wäre Legende. Ich habe halt von Simeon auch noch keinen Job bekommen, oder? Warte mal. Nee. Nee.
Da war gerade einer gewesen, glaube ich. Oh, Theos im Casino. Ja. Jetzt campt er vorm Casino, Digga. Also, das ist ja auch schon wieder. Also, deswegen, Leute. Deswegen sage ich erstmal zum Casino ohne Sachen. Wir haben nichts verloren. Ich habe noch kein. Oh, ein Simeon-Auto. Ist das ein Simeon-Auto? Ja, ne? Oh, das müsste ein Simeon-Auto sein. Boah, das fahren wir gleich zu Simeon, Leute. Ey, das ist natürlich Baba-mäßig. Das ist natürlich sehr, sehr gut, wenn das ein Simeon-Auto ist. Oh. Ja, das war halt klar gewesen, dass die da abcampen, ne? Vorm Casino, aber es juckt halt auch nicht. So, wir holen jetzt immer den Bonus, Leute. Der Bonus müsste ja auch nochmal 2500 sein. Und wenn wir jetzt nichts im Casino ziehen, wäre es auch nicht so schlimm, sag ich ehrlich. So, gib mal den Bonus hier. Besucherbonus. $1000 Besucherbonus, Baba-mäßig. Komm, Leute. Alter, Leute, $50.000. $50.000, bitte. Ihr müsst belieben, Leute. Bitte. Bitte. Ey, wo willst du hin? Komm! Der muss gönnen, Leute. Warte, ich muss zum anderen Automat, Leute. Anderen Automat, ich muss zu anderen Automaten gehen. Komm. Wir machen unser Cash jetzt im Casino, Leute. Ich fühl's. Er muss gönnen, Leute. Er muss gönnen. Wir haben $1000, Leute. $1000. $25, komm. 50. Chance! Leute, wenn ich jetzt den Jackpot mache. Ja! Oh mein Gott! 1250, Leute! Ist egal, komm. Bro, wir sind gut im Plus. Nee. Komm, gönn doch! $1000 haben wir schon gemacht, Leute. Nee. Gibt's doch nicht. Der gönnt gleich, Leute. Ich glaube, der gönnt 50 wieder. Der will mich halten, Wartet ab. Der gönnt gleich. Der gönnt gleich. Jackpot hier. 100.000. 5.000 Jackpot. Wir müssen anderen... Was will der hier? 5.000 wäre gut. Heißt, du soll mich auf den Sack gehen. Ich suche gerne einen Automaten, Leute, anderen Automaten. Der bringt zu wenig. Wir brauchen einen anderen Automaten. Er hat gut gegönnt, Leute. Aber ich brauche mehr Einsatz. Wo geht mehr Einsatz, Leute? Keine Zeit hier für Weißstudio, Leute. Wo ist hier der High-Roller-Bereich? Wo ist der High-Roller? Hier, oder? Leute, wir müssen zum High-Roller-Bereich gehen. Nicht so schmalspurmäßig. Mehr. Ich mache jetzt die Kohle draus. Passt auf. Wir machen jetzt aus 2.100 Jetons 100.000. Auf Ansage, Leute. Auf Ansage. 100.000. Ihr werdet sehen. High-Roller-Bereich. Wo ist er? Hier, ne? Ist das der High-Roller-Bereich? Ich glaube. Ja. Ist das High Roller hier?
Lounge. High Limit Tables. High Limit Tables ist hier, ne? Ja, ich glaube schon. Guck mal kurz, ob hier. Ist das hier High Limit? Nee, ne? Oh! Das ist High Limit, Leute. Das ist High Limit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Wir haben 2100. Wir können 500 setzen. Wir können viermal drehen. Viermal. Leute, man könnte hier 500.000 raushauen. Ich mach's. Ich mach's. Komm. Gönn Bücher! Dreimal noch, bitte! Ja! Ja! Nein! Zwiebel hat kaputt gemacht! Ist egal! Zwiebel hat kaputt gemacht! Zweimal noch, zweimal noch! Einmal, Bro, bitte. Ja! Wow, 1000 Leute. Der will, dass wir bleiben. Der macht, der gönnt. Nix. Was nix? Der letzte, Leute. Ja! Nein! Nicht mal ein Bild. Ist egal. Wir haben noch 100 Dollar, Leute. Wir haben noch 100 Dollar. Wartet ab, wartet ab, wartet ab. Puh. Wartet ab. Digga, was ist das hier für ein Abzocker-Casino? Ja, 50! Was will ich mit 50? Gönn doch bitte 1000! 50! Der will, der gibt, Leute, der gibt. Nein, das ist keine Zeitverschwendung, glaubt mir. Glaubt mir, der gönnt gleich, Leute. Das gibt's nicht, der will, dass ich spiele, Leute. Gib doch bitte was! Jetzt reicht's mir. Jetzt ist Schluss. Jetzt, pass mal auf, was wir jetzt machen, Leute. Pass auf, was wir jetzt machen. Digga, das juckt mich nicht. Das juckt mich nicht, Leute. Das juckt mich nicht. Ich werde jetzt Trick 17 machen. Juckt mich gar nicht. Ich werde jetzt aus dieser Niederlage Gewinn machen. Passt auf. Ihr werdet mich auslachen. Ihr werdet sagen, guck mal. Bro, Ami ist so ein Camper, Digga. Ami ist so ein Noob, Digga. Er campt wirklich vorm Casino. Oh mein Gott, ist das ein Otto, Digga. Er campt Real Talk vorm Casino. Wie traurig kann man sein? Ja, juckt aber nicht, Leute. Fuck me. Was hat sie gesagt? Davon distanziere ich mich aber, Leute. So. Armin, der Idiot, kämpft wahrscheinlich morgen noch am Casino.
Wir werden uns jetzt erstmal... Oh, Leute, wichtig, wichtig, wichtig. Nämlich, wir können uns jetzt ein geiles Auto besorgen, glaube ich. Das spawnt eigentlich immer um 12 Uhr nachts hier, oder? Beim Eclipse Tower, theoretisch. Ja, das Ding ist, Leute, Armin wird dann auch nächste Woche campen. Oh, aus dem Weg, hab's eilig. Hab's sehr, sehr eilig. Oh. Halt mal an. Simeon? Nee. Ich dachte, das wäre Simeon. Ach, schade. Leute, hier spawnt doch immer... Dieser eine Tuningwagen spawnt doch hier immer, oder nicht? Uber, Rucola, Felon, GT. Ist das ein Felon? Benefaktor Schafter, Leute. Warte mal, das ist doch der hier. Das ist der doch hier safe, oder nicht? Ist das der nicht? Nee. Benefaktor Schafter. Ist das nicht dieser BMW? Die sehen gleich aus. Könnte auch der BMW sein, Leute. Warte mal kurz. Gucken kurz. Der hier? Nee, ist er auch nicht. Schade. Aber der bringt auch nicht schlecht Geld hier, den wir haben. Warte mal, das ist doch hier der Felon. Safe ist der das. Das ist doch dieser Felon GT. Nee, ist er auch nicht. Hä? Bin ich geistig dumm oder so? Was ist das hier für einer? Nee, auch nicht. Aber der bringt auch nicht schlecht Geld, wenn wir verkaufen. Nee, das ist eine Leiche. Was ist das denn? Nee, der ist safe nicht, oder? Doch, nee. Ist der der? Ist das, ne? Obi? Ist das der? Nee, ne? Oh mein Gott, warte mal. Ist das der? Nee, das ist ja nicht, ne? Wie kann ich nochmal hier mir... Nee, ist der... Doch, ist der, ne? Nee, ist der nicht? G-Klasse bringt 15k. Ist der das? Nee, ne, ist nicht, ne? Ich habe so 2 Sterne bekommen. Die Cops abhängen, Alter. Nerven schon wieder so. Oh, $2000 bekommen! Die dürfe ich verwenden, Leute. Das darf ich verwenden. $2000 dürfen wir verwenden. Wichtig. Warte mal, der war es hier, Leute. Der war es doch hier, oder? Ja. Nee, war er auch nicht. Scheiße. Ist mir egal, was ihr von mir denkt, aber Leute. Nein, das war der. Safe war der das. Ja! Ich wusste es doch. Gib Gummi. Hab ich hier mit Snacks bestimmt nicht, ne? Doch, hab ich. Nice. Geil, Leute. Geil. Ja, das ist normal bei denen, 2 Sterne. Aber es juckt nicht.
Ich bin ja ein guter Autofahrer, Leute. Und dann werde ich euch zeigen, wie man aus 10.000 Dollar, Leute, 100.000. Ja, machen wir wieder Tag, Marc. Tag ist immer geiler. Doch, Tag ist eigentlich immer geiler, aber ist mir wurscht. Wenn Weißstuhl sagt nein, dann nicht. Okay. Daniela, danke dir für den Sub hier. Ehre, Ehre, Ehre. Ja, Bro, ich sag euch ehrlich, mich wird irgendjemand wieder abfacken. Beim Simeon, glaube ich. Umlackieren. Oh, Bro, ich habe gar kein Geld fürs Umlackieren. Bro, ich habe gar kein Geld fürs Umlackieren. Doch, ich habe doch 2000 Dollar bekommen. Oh mein Gott. Bro, Ehre. Wer hat das geschrieben? Herr Meister hat das geschrieben. Bro, ich bin auch lost, ne? Leute, man merkt, ich habe lang kein Hunger Games gespielt. Ein bisschen Lostigkeit ist hier vorhanden. Aber trotzdem, ihr werdet sehen, Leute. Komm mal auf, die Gurke. Mach auf! Keiner. Boom. Oh, nee, umlackieren ist, glaube ich, nicht for free. Weil du musst ja auch reparieren, aber ich habe ja 2000 Dollar eh gerade bekommen. Ist umsonst? Okay. Hä, ist das neu, dass es umsonst ist, Leute? Hä? Okay. Okay. 5 Euro, Leute. Ist jemand bei Simeon? Wisst ihr das? Schreibt alle rein. Leute, ihr müsst bei den anderen reinschreiben, keinen Ton. Kein Ton zur Ablenkung. Schnell. Schreibt bei den anderen rein, keinen Ton. Zur Ablenkung. Dann werden die sich einmal mit dem Ton beschäftigen. Bam. Five head move. Easy. Ah, nicht rammen, Bro. War immer umsonst, ja. Ich bin auch schon alt, Leute. Das müsst ihr auch verstehen, ne? Ich bin auch schon ein bisschen alter Rentner, so. Ey. Ich hab's gesagt. Ich hab gedacht, ich schaffe es. Ja, ja, schreibt kein Ton und lag. Und lag. Es laggt. Laggen. Kein Ton ist besser. Nee, laggen ist sogar noch besser eigentlich. Ja, wenn die mich jetzt hier wirklich trollen, Leute, und abfangen bei Simeon, dann werde ich einfach Dings machen. Dann werde ich mir eine Karabiner holen beim Military Base. Theo glaubt es. Sehr gut. Leute, das sind doch hier wieder... Bro, guckt mal bitte, wie alt ich geworden bin. Ich fahre sogar in die falsche Garage rein, ey. Schämt ihr euch nicht ein bisschen für mich? Macht doch auf die Luke! Was ist das für ein Bug, Digga? Ja, da ist einer, der wartet schon auf mich. Da ist einer, der wartet auf mich. Wir haben's. Wie viel Geld haben wir bekommen? Wie viel Geld, Leute? $12,000, okay. Also wir haben jetzt noch 13.000, Leute. $13,000, das passt. 14.000 haben wir, glaube ich, okay. Ja, ich glaube, um die 14.000 müssten wir jetzt haben. Okay, nice. Das ist sehr, sehr gut, Leute. Ich habe immer noch einen Trickplan B. Bro, Digga. Ey, ist das nervig, Digga. Ja, Army und Screws werden mir die ganze Zeit hinterherfahren. Bro, es ist so krank, Digga.
Es ist so krank, Digga. Es ist einfach so schlecht, Alter. Ey, das kann man sich nicht... Achso, ich darf die Karte nicht verwenden, lol. Ja, ist halt nervig, wenn zwei Leute einfach die ganze Zeit einen hinterherfahren. Amir will halt Zuschauer, Screws will halt Zuschauer und die fahren mir halt die ganze Zeit hinterher, um dann halt groß dazustehen. Das ist so nervig, Digga. Ich kann's mir nicht geben, Bro. Ah, es ist so nervig, Bro. Es ist echt so nervig, Digga. Es macht halt so keinen Sinn, wenn zwei Leute auf einen die ganze Zeit gehen. Ich hab gerade auf der... Wo ich, das Ding ist halt, wo ich gerade auf die Karte geguckt habe, beide sind halt bei mir in der Gegend, so, weißt du? Ja, das ist halt kacke, Digga. Sag ich auch ehrlich, ich werde mir nachher die Streams reingucken und ich wette, die werden halt die ganze Zeit gefragt haben, sag mal, wo ist dein Netzkill ist? 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 Wette ich dir, bei Amir und bei Screws. Niemand hat gefragt, wo SU ist oder Vice Studio. Niemand. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Und das habe ich halt keinen Bock, Digga. Das habe ich halt keinen Bock, Bro. Sag ich dir ehrlich, dann zocke ich nicht mehr. Nee. Das nervt halt so. Seid mal ehrlich, ihr guckt doch die Streams. Das war 100% ist das so abgelaufen. 100%ig. Wenn ich mir nachher die Wiederholung angucke. Ja, aber wenn halt alle auf mich gehen, macht's halt keinen Sinn zu spielen, so, weißt du? Es macht halt keinen Sinn so. Ist ja nicht böse gemeint, aber macht halt keinen Sinn. Dann können wir Hunger Games direkt alle gegen Standard-Skill machen. Und, dann brauche ich halt nicht spielen, ne? Ja, sie fragen die ganze Zeit. Ja, war ja abzusehen. War ja abzusehen. Das ist ja... Ist ja schlecht. Das ist halt dumm. Aber ist noch nichts vorbei, Leute. Alles gut. Karri verkaufen. Ja, sie fragen die ganze Zeit. Ja, gut. Was willst du erwarten, Bro? Ach, scheiße, ich wollte es verkaufen. Wo ist denn das hier? 8000, Baba-mäßig, ist okay. Ja, gehört halt auch dazu, ja, aber dann macht es halt keinen Sinn, wenn die halt die ganze Zeit beide auf mich nur gehen. Amir campt Casino ab und beide waren gerade unten zu Simeon gefahren. Weißt du, was ich meine? Das ist halt wack, Bro. Ja, aber dann sollen die sich doch gegeneinander fighten oder sonst was machen. Und nicht die ganze Zeit auf mich gehen. Weißt du, was ich meine? Nur weil ich halt die meisten Zuschauer von allen habe. So, wisst ihr, das ist halt kacke. Dann sollen die halt ihr eigenes Ding machen. So, keine Ahnung, ich kann nerven. Hab ich keinen Bock. Ja, von S hört man gar nichts, klar, weil die halt alle nur auf mich gehen. Weil halt immer ein Standard-Skill. Einfach, keine Ahnung, Digga. Ist einfach nervig, sag ich ehrlich. Das ist fucked up. Ja, juckt mich nicht, wo Theo ist, keine Ahnung. Das Problem ist halt, der Bug ist halt nervig am Dingsbums. Dingsbums, dass unten am Flughafen keine mehr spawnen. Naja, wir dürfen erst 10 Minuten vorher auf den Berg gehen, aber ich werde mir jetzt Geld holen, Leute. Ich werde jetzt Geld machen, Leute. Aus den 8000 werden wir... Aus den 8000 werden wir 100.000 machen. Mit Ansage. Und dann werden wieder 3-4 Leute mich vorm Casino abcampen. Pass mal auf. Ah. Boom. 8000, Leute. Das ist der Rank, Bro. FN, der so lange wie du schon Mitglied bist. So. Guckt zu und lernt. Guckt zu und lernt, Leute.
Ey, wenn ich jetzt nicht gewinne, dann dreh ich durch hier. Dann dreh ich richtig durch, Leute. Nee, Pferderin ist Schmutz. Fame or Shame, das ist geil. Ah. Ist das ein High-Roller-Tisch hier? Nee, das ist ein, Bro, das ist ein Dulli-Tisch hier, Mann. Das ist ein Dulli-Tisch, Leute. Nee, nee, nee. High-Table, der war doch hier High-Table, ne? Warte mal, ich hatte doch so einen anderen gefunden. Ich hatte doch hier so einen anderen Tisch gehabt, Leute. War der das gewesen hier mit 125? Ja, der war mit 125. Okay, Leute. Komm! Gönn doch jetzt bitte, 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 bitte ein Bild nur. 250! Eine 7 mehr, Leute. Eine 7 und wir hätten richtig Cash gemacht hier. Einmal muss er doch bitte gönnen, Digga. Einmal. 250 wieder. Oh mein Gott. Wichtig. Okay, Leute, 500 im Minus gerade mal. Gib doch 7! Oder gib diesen hellen Kopf, Mann! Bitte! Gib doch was, Alter! Ja, ein Blitz! Ein Blitz, Mann! Interessiert mich nicht. Ja! Ist wichtig, wichtig. Nochmal 250. Komm. Gib doch mal jetzt... Ey, ich hatte noch kein Bild gehabt. Ja, es ist so schlecht, Bro. Es ist so schlecht. Gib mir doch ein Bild, bitte. Ich mag Glocken. Ey, gib doch Erdbeeren oder so. Schlimm, schlimm, ich muss den Automaten wechseln. Ein Blitz bringt halt nichts. Ein Blitz sind zwei Umdrehungen. Ja! Ja! Boom! Wieder auf 7000, Leute. Das war... Na, ah, ich dachte, jetzt läuft. Nee. Ist egal, wir sind noch drinne. Wir sind noch drinne. Nimm mich, nimm mich, nimm mich. Einmal dieser Superkopf bitte oder 7er. Blitz, Blitz! Wir sind dabei. Wir sind dabei. Oh, einen Kopf gehabt. Komm, drei Köpfe und ausgesorgt. Nee. Bro, ich hatte noch nicht ein Bild. Ein Kopf, Leute. Und ich hätte 25 Mille. Ey. Ja.
Ja, Zeit nicht vergessen, ich weiß, ja. Es gibt's nicht, es gibt's nicht, es gibt's nicht. Abbruch, 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 Abbruch. Jetzt reicht's, Leute, wir müssen hinne machen. Wir müssen hinne machen. Wartet ab, wartet ab. Wo sind die High-Roller-Tables hier? High-Limit-Tables, hier lang, hier lang, hier lang. Ja, ja, ich beeil mich, Leute, ich beeil mich. Ich beeil mich, jetzt ist vorbei. Jetzt, passt auf. Jetzt ist over. Gönn mir jetzt, bitte, 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 bitte. Leute, wir können hier 500.000 machen. Oh, einmal! Eins nur! Mann, er will mir nichts geben! Ein Bild! Ja! Ich krieg's gleich! Ich fühl's! Scam, Digga. Es ist wirklich so Scam. Es ist Scam, Bro. Es ist Scam. Bro, dass das Casino aber so offensichtlich scammt in GTA, ist halt auch frech. Es ist so frech, Digga. Es ist so frech. Es ist wirklich Scam. Checkt ihr, was ich meine? Ihr checkt's, glaube ich, nicht. Es ist Scam. Digga, ich scheiße auf deinen Drecksblitz. Nee, reicht mir jetzt. Jetzt ist vorbei. Nochmal ein Blitz. So, mach mehr Einsatz hier. 125. Was sagst du, Yumi? Sagst du wirklich, Pferderennen wäre die Meta gewesen? Aber ist egal, ich hab Plan B, Leute. Ich hab doch Plan B. Es ist doch nur halb so wild. Glaubt mir. Nee, es ist... Ja, 100.000. Knapp. Knapp, Leute, haben wir die 100.000 gemacht. Ganz knapp. Ey, es ist so krank, Digga. Es ist wirklich so krank. Ey, nicht ein Bild gab es. Nicht eins... Es ist so wild. Gütertyp, Ware. Aber Leute, es ist nicht schlimm. Wir haben noch 15 Minuten, das passt. Bro, was zeigt ihr mir den Dicken hier? Es ist nicht schlimm, glaubt mir. Ich hab Trick 17, Leute. Wartet ab. Wir sind noch im Game drinne. Ich habe meine ganzen Tricks noch nicht verballert. Aber die kommen jetzt. Oh, da ist einer. Aber interessiert nicht. Keine Zeit jetzt hier für die Idioten. Naja, 0 Dollar in 45 Minuten ist kein schlechter Prozess. Ja, das muss einer mir auch mal nachmachen, ne? Das muss mir auch einer mal nachmachen. Ne? Also. Das, Ja, okay, Yumi, das ist natürlich krass. Du hast 1 Million reingepayt und hast nur einmal 777 bekommen. Ja, ich dachte wenigstens, dass ich auf Luck ein Bild bekomme, Leute. Ein Bild hätte schon ausgereicht. Wisst ihr, was ich meine? Ein Bild Rente.
Aber nein, nicht mal eins hat der gegönnt. Er ist halt so schlecht programmiert auch, ne? Also. Der hätte wenigstens eins gönnen können. Auf 25.000 oder so wäre geil gewesen. Wenn hier jetzt kein Dings ist, dann raste ich aus, Alter. Ja, wenn hier jetzt keine Polizei mehr ist. Ja, guck dir diesen Drecksbug an, Leute. Hier spawnen einfach keine Cops mehr. Wo sind hier die Cops? Es ist... Er hat gedroppt. Easy. Easy, Leute. Wir haben jetzt Pumpgun. Wir haben jetzt Pumpgun, Leute. Und Karabiner. Er macht ja mal ein Foto von mir, danke. Für nicht. Ey! Pumpgun, Karabiner, was immer mehr. Ey, das gibt's nicht. Komm, weg. Ja! Wir sind wieder drinnen, Leute. Wir sind wieder dabei. Panzerung zwar ein bisschen aufgebraucht, aber ist egal. Wir haben jetzt diese Schrotflinte hier gehört uns und die Karabiner. Mit noch mehr als genug Schuss, Leute. Das ist sehr, sehr gut. Okay, wir müssen jetzt zum Mount Chiliad, Leute. Sehr, sehr gut. Munition reicht aus. Ey, die Karre. Ich muss mir eine Karre holen, Leute. Gibt's hier eigentlich auch eine Pistole? Ich glaube schon, ne? Pistole kriegen wir aus dem Polizeiauto auch, ne? Ja klar kriegen wir Pistole aus dem Polizeiauto. Ich habe alle Waffen weggeschmissen. Ja, sehr gut. Pistole haben wir auch. Das passt, Leute. So. Ey, ich fahre auch. Wie fahre ich bitte, Leute? Ich fahre wie ein Pissanfänger. Nee, warte mal. Der Unterschied zwischen gekauften Spezialkarabiner und den Karabiner, Leute, ist nicht groß. Da ist halt das Ding. Deswegen juckt das auch nicht so. Ich habe genug Snacks dabei, Bro, aber dürfte ich kaufen gehen, ja.
Bro, wenn ich das heute noch gewinne, ey. Das wäre episch. Ey, wenn ich heute gewinne, Leute, ich werde so durchdrehen, ne? Ich werde richtig Party machen. Ami müsste eigentlich noch Maske abnehmen. Weil ich weiß sogar nicht, ob die Maske sogar mehr absorbiert. Leute, wo sind... Ihr müsst mir jetzt mal kurz den Standort geben, wo die anderen Leute sind. Dass ich mal kurz eine Übersicht habe, Freunde. Wo sind die anderen gerade? SU fliegt mit Helikopter. Okay, haben wir verstanden. Nee, nee, ich fahr schon auf den richtigen Berg, Bro. Theo fährt Berg hoch, okay. Naja, ich lese jetzt mehr den Chat, Leute. Ich war gerade sehr konzentriert auch. Aber wir haben noch 7 Minuten, Leute. Das passt, das passt. Okay, Theo mit Auto, Army, SU mit Heli. Okay. Oh! Oh mein Gott! Weichstudio hat Army hochgenommen. Oh mein Gott. Oh mein... Für Army ist vorbei. Für Army ist an dieser Stelle vorbei. Oh mein Gott. Weißstudio. Sehr stark, Weißstudio. Da muss man auch mal Props aussprechen an Weiß zu dem Studio. Stark. Ich werde mit Teddy hoch, Leute. Ich werde mit Teddy hoch. 7 Minuten noch, das passt. Wenn, wenn kein Heli da sein sollte, kann ich hochfliegen. Wie war das, was da passiert? Ey, das ist krass. Was ist da passiert, Leute? Das ist heftig. Weißstudio hätte ich nicht gedacht. Weißstudio komplett unterschätzt. Geisteskrank. Geisteskrank, was hier passiert. Filmreif. Weißstudio einfach besser. Bro, wie kann man sich von Weißstudio so die Ehre nehmen lassen? Boom. Alter, oh, auf einmal Digga. Ich hab mich erschrocken. Sag mir ehrlich, wie hat der dich hochgenommen? Wie hat der dich hochgenommen? Digga, ich hab voll vergessen, dass es Weißstudio doch gibt. Ich lande auf Ding. Ich denke, okay. Ja, weil jemand fragt, Standardskill, wo ist Standardskill? Ne? Wo ist Standardskill? Wo ist Standardskill? Ich hab doch gefragt, wo alle sind. Du schickst doch Leute und sagst, Ton kaputt. Du sagst, ich wäre da und da. Wo ist Standardskill? Wo ist Standardskill? Weiter hier. Es geht gleich los. Digga, er redet echt schön. Er redet mit seinem RP-Charakter, Digga. Der Typ ist so fertig, Alter. Du weißt ja schon, dass wir gerade kein RP spielen? Ich glaube nicht, ne? Digga, dein Hintern hol jetzt mir, Stani! Digga, ey, weißt du, wirklich, du bist der Beste. Ich sag dir, ich küsse deine Augen, Digga, ich küsse deine Augen. Wie hast du gekillt? Sag mal kurz. Mit Schrot. Wo? Auf diese Schnelle. Auf dem Berg, geil. Ja, ja. Geil. Ehre. Ey, geil, und das freut mich so. Ich hoffe wirklich, dass Weißstudio gewinnt. Entweder ich oder Weißstudio. Ich sag euch ehrlich, ich hoffe es. Geil. Weißstudio. Tote geglaubte leben länger. Weil er immer so, guck mal, die werden immer so, wo ist Standardskill, wo ist Standardskill? Bum. Weißstudio auf einmal nicht auf dem Schirm, bum. Weißstudio holt sie nacheinander, links, rechts, bum. Ja, ich würde es auch Weißstudio gönnen, sag ich ehrlich. So, wer ist schon oben? Leute, ich brauch Infos. Ich brauch Infos von euch. Wer ist oben gerade? Wer ist bereits oben? Ich brauch Infos. Wo ist Theo? Wo ist Weißstudio? Heli nicht fliegen mit Maus und Tastatur. Ja, ich werd sterben. Ich sterb. Oh mein Gott, Digga, ich bin gelandet. Sind beide oben.
Ja, wo, Leute? Wo? Nein! Nein! Let's go! Bop, 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 bop! Kill ihn doch! Let's go! Woo! Bam! Bam! Let's go! Beide gehen noch Theo, mit. Alter, was hast du für eine Charaktere? Theo, Teamen, ich nehm die. Bam, 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 bam. Erst den einen, dann den anderen. Boom. Starke Sache. Scheiße, Digga. Bro, ey, gegen so einen Noob verloren. Ich hab Elvis Weiß Studio geholt, hab zu krank. Digga, ich hab mich gewundert, wie warum du nicht schießen kannst. Amio, Theo, 2 gegen 1 gehen die ganze Zeit auf mich. Was passiert am Ende? Bam! Bro, Theo hat überall gekämpft und auf mich gewartet. Ich hab auf niemanden gekämpft. Loser, ich kann euch nicht hören. Ich hab leider auf die falsche Ich kann euch nicht hören. Ja, Stani, komm, Digga. Sorry, also. Sorry, das ist so eine Heulsuse. Guck mal, Theo hat einen Militärhelm, Alter. Nee, Digga, es ist einfach nur traurig. Er ist so heftig. Ach, Theo hat Militärhelm, stimmt. Die haben Kill mich! Kill mich, weil ich die meisten Live-Zuschauer habe. Ja? Digga, nee, Digga, es ist einfach nur schlecht, Digga. Leute, die gehen beide auf mich. Checkt ihr, was ich meine? Beide. Digga, ich geb dir jetzt ein Schimmelgeld. Bro, warum heulst du grad so? Oh mein Gott, sei doch sportlich, Digga! Ich denke, Standard hier nur am Heulen! Krank, ich hab's echt gefühlt, das sah so episch bei mir aus. Mit Flugzeug, Hängegleiter und alles, Digga. Ich komm im letzten Moment, schieße noch so in der Luft auf Stani. Aber ich hab gefühlt gar keinen Damage gemacht. Unverdienter Sieg, schreibe ich rein. Mehr Level, gleich mehr Leben, als ob. Ist das nein, echt so? Nein, du hast dich nicht gehealt, oh mein Gott, Leute, ich hab das vergessen. Bro, was hast du vergessen? Ja. Ich war einfach so bam 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 bam. Dann bleib mal kurz stehen, ich will gucken. Oh. Ich gebe ihm jetzt seine 100 Euro und dann schießt zu viel HP haben die. Nein, Bro, nein. Du hast dich mehr Leben. Das einzige, was hilft, ist der Militärhelm von Skrulls. Ja, genau. Oh, ja, was? Er hatte sonst? Was? Ja. Digga. Er hatte noch Militärhelm auf. Das Ende war zu geil. Oh mein Gott. Digga, Skrulls fast verrückt, ne? Ich habe echt gedacht, du holst das noch. Bro, hast du was? Schulterst oder was? Ja, du hattest einen Militärhelm auf, Theo. Das ist verboten. Und er hat Spezialkarabiner, glaube ich. Ich war so klar. Natürlich hast du einen angehabt. Bro! Ey, das ist so episch gewesen. Ich hatte keinen Militärhelm an. Musik und alles. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Wie haben wir gewonnen? Stark gemacht, Stani. Ja, war wirklich gut gemacht, Stani. Hast du ihn gelassen.
Das muss man dir leider lassen. Ich sag dir ehrlich, der Fight war wirklich krass von dir. Nein, aber einmal Statement zu euch, die ganze Zeit fragen im Chat, wo ist Shanatsky, wo ist Shanatsky, wo ist Shanatsky? Einmal kurz Statement dazu. Ich hab dich nicht only gehandelt, hab ich nicht gemacht. Doch, habt ihr. Beide. Ja, okay, haben wir. Ja, beide, okay, Digga. Ich sag, ja, okay, mal, Shani, ich sag dir ehrlich, weil ich mehr Zuschauer habe. Ja, aber ich kann sagen, ich hatte den meisten Krieg mit Army gehabt. Digga, ich kann nicht mehr, Digga. Ich hab einfach, Leute, ich hab euch gesagt, ich werd gewinnen. Digga, das ist schlecht, Digga. Mit Ansage. Streamt noch einer von euch weiter oder so? Dann schicke ich rüber. Ich mach aus. Ja, ich glaube, Theo streamt weiter, ne? Ja, ich stream aber nicht hier, ich stream auf meinem anderen Kanal. Ja, dann geh ich ja live mit Screws. Dann geh mal jetzt rein. Ja, mach ich jetzt. Okay, Leute, haut rein, dann ich bin dann hier auch raus. Glückwunsch. Ey, Leute. Glückwunsch. Shani, schick dir mal PayPal, ne? Ich kann ja keinen Superchat machen. Ja, alles gut, mach PayPal dann. Ach, Leute. Ja. Was will man dazu sagen, Leute? Oh, ich war aber auch getiltet, Leute. Ey, ihr habt's gemerkt, Leute. Ich war wirklich, es gab einen Moment, da war ich so getiltet. Oh mein Gott, war ich getiltet. Oh mein Gott, wo die mich zweimal gekillt haben, wo ich gerade Sachen verkauft habe. Aber wer hat am Ende gewonnen? Der einzig wahre, Leute. Puh. Krank. Ich war am Anfang so down, Leute. Downer ging's gar nicht. Downer ging's nicht. Ich war so down. Wer hat geglaubt an mich? Sagt ehrlich, Leute. Wer hat geglaubt? Wer hat believed an mich? Wer hat believed, Leute? Leute, tut mir einen Gefallen. Screws ist gleich noch live. Checkt ihn gerne ab. Leute, ich küsse eure Augen. Screws geht gleich noch live mit GTA RP, Leute. Da könnt ihr schön GTA RP euch gönnen. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Boah, Stimme ist weg, Leute. Ich werde jetzt Rente machen. Sagt ihn nochmal. Schöne Grüße vom Sieger. Ich will jetzt da ganz viele schöne Grüße vom Sieger sehen im Chat. Ja. Leute, ich küsse eure Augen an jeden Einzelnen, der beliebt hat. Verbreitet die Nachricht, wer gewonnen hat, Leute. Triggert ihn noch so richtig. Ihr müsst ihn noch ein bisschen triggern, Leute. Hier, Sieger-Livestream. Leute, ich werde offline gehen. Ich muss jetzt noch feiern gehen. Ich muss feiern gehen jetzt. Ich werde jetzt Party machen gehen, Leute. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Heute ist ein historischer Moment, Leute. Standard Skill hat wieder gewonnen in Hunger Games. Was will man dazu sagen? Leute, das war's gewesen. Bis Dienstag. Dienstag wird's geilen Stream gehen, Leute. Dienstag könnt ihr euch sehr drüber freuen. Dienstag wird nice. Checkt Theo noch ab, der ist noch live. Und wir hören uns am Dienstag, Leute. Das war's gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht dich nur so doll, Leute. Das war's gewesen. Haut da rein, Kurve, dein Standard-Skill ist in. Boom.